So, jetzt ist es wieder soweit. Es ist mal wieder Sonntagabend und ihr alle wisst, Jungs und Mädels, der Ben hat mal wieder einen neuen Podcast für euch. Heute natürlich auch wieder einen ganz speziellen Gast. Dieser Gast wurde süddeutscher Meister 2017 oder 2018, das weiß er selber auch nicht mehr so genau, wurde aber auf jeden Fall 2018 deutscher Meister, Gesamtsieger, glaube ich, und hat danach leider Pech gehabt, beziehungsweise Verletzungspech, worüber wir auch reden werden. Ganz schlimmes Verletzungspech eigentlich. Musste 2 Jahre Pause machen, hat aber dann ein Comeback gemacht, ist direkt zur Fit-Parade in Budapest in 2021 gegangen, welches ein Pro-Qualifier war. Dort hat er dann nur um einen Punkt, verdammt nochmal, den Gesamtsieg verloren und damit die Pro-Karte nicht bekommen. Aber der junge Mann hat gesagt, 6 Wochen später ist wieder ein Pro-Qualifier und ist dann nach Dänemark zum Olympia-Amateur hingefahren und hat sich dort seine verdiente Pro-Karte endlich abgeholt. Er ist laut Dennis Wolf der nächste erfolgreiche deutsche Pro. Hier ist der Dennis Reinhold. Yay! Hallo Dennis. Also Intro hat sich sehr vielversprechend angehört, obwohl ich mag das ja gar nicht, wenn man, ich würde nie selber von mir so reden, aber naja. Ich lasse immer Taten sprechen und sag weniger, sage ich so. Ja genau, und das kann man auch sehen, dass du selber gar nicht wusstest, oh, in welchem Jahr war das denn jetzt mit der Süddeutschen Meisterschaft. Das heißt, dass du da gar keinen großen Wert so drauf legst. Also du bist sozusagen ein bescheidener Junge, wenn man das so sagen kann. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich denke, in deiner sehr kurzen Karriere hast du doch schon einen riesen Erfolg gehabt als Amateur bis jetzt. Und das Amateur ist ja jetzt auch für immer vorbei. So, Wie lange ist Amateur da sein eigentlich so? Es waren ja nur 2 Saisons, dann war es schon vorbei. Ja. Ja, das ist ja noch mehr beeindruckend im Prinzip. Ne? Also ganz kurze Amateurkarriere und dann bumm. Direkt das Ding geholt. So, es gibt eine Freundin von mir, die hat mir erzählt, dass zu einer gewissen Zeit sie jeden Morgen aufgewacht ist zu einem nackten Arsch auf ihrem Handy in Form von Fotos und Video. Wer mag das wohl sein? Ich glaube, da fällt mir nur eine ein. Die hat rote Haare, glaube ich. Genau. Einer meiner, ich muss sagen, mittlerweile wirklich besten Freundinnen so. Also wir sehen uns leider nicht so oft, weil wir so weit auseinander wohnen, aber das macht uns nichts aus, dafür hören wir uns jeden Tag. Oder sie kriegt einen Arsch von mir geschickt. Ja, Dr. Martina Olesch und hat natürlich auch immer diese Fotos bzw. Video ihrem Mann gezeigt und ihr Mann war ganz eifersüchtig, hat gesagt, scheiße, ich kriege niemals diese Fotos von den Mädels, verdammt nochmal. Und dann haben sie beide gut gelacht und ich glaube, der Hauptgrund war eigentlich, dass einer der Kampfrichter auf dieser Fit-Parade in Budapest gesagt hat, Mann, Dennis, wenn du jetzt noch einen Streifen mehr im Arsch gehabt hättest, hättest du das Ding geholt. Ja, also ich habe ja das Urteil da so akzeptiert, ist ja in Ordnung, ich denke darüber gar nicht mehr nach, aber es gibt ja auch ein Video darüber, wie der Gesamtsieg war, so die ganzen Posen wurden verglichen, wirklich, also man kann das auch auf YouTube angucken und weißt du, so, hätte, sage ich immer, aber ich sage halt, wenn du Posen dominierst, sag mal vielleicht eine Pose nicht von 7, ja. Und aufgrund, weil da dann da der Arsch härter war oder die Form, weil der Arsch mehr durchgestriffen war, weil halt der andere schon 20 Wettkämpfe am Stück gemacht hat. Du weißt ja, da ist ja eh keine Substanz mehr. Ist ja klar so. Aber wenn du dann verlierst, aufgrund, du hast bessere Proportionen, 1000-mal bessere Linie, 1000-mal bessere Muskelbäuche, 1000-mal bessere Symmetrie, da fragst du dich manchmal schon im Bodybuilding, alle wollen die mich eigentlich echt verarschen, wegen so einem Strich im Arsch haben die jetzt den anderen gewinnen lassen, der ist Ende 30, sein Ding ist eh schon vorbei. Also
was heißt vorbei? Ich will dir nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ich bin auch mit ihm immer noch ganz gut. Wir schreiben auch ab und zu. Und der schreibt mir auch immer so, Junge, Junge, du machst Progress und so. Aber er beendet jetzt seine Karriere. Da denke ich mir so, ey, den habt ihr damals gewinnen lassen. Und ich war noch so ein bisschen jung und was heißt jung? Da war viel mehr Potenzial da. Und dann lassen sie einfach einen anderen gewinnen, weil er zwei Striche mehr im Arsch hat. Weißt du, manchmal verstehe ich das so nicht ganz. Ich verstehe das auch nicht, wieso immer so viel Wert auf diese Striche im Arsch gelegt wird, wenn alles andere doch im Prinzip viel wichtiger ist. Da müssen wir uns, glaube ich, bei Rich Gaspari beschweren, wie das erste Mal da, wann war es, 86 in New York rauskam und einen gestreiften Arsch hatte. Da ging die ganze Geschichte los. Nee, ich finde das auch. Ich sage mal so, der Dennis Wolf, der hat seine Mr. Olympia-Quali geholt, da hatte der auch keinen Strich im Arsch. Genau. Also, und da hat keiner nach dem Arsch gefragt, so wie der aussah, oder? Richtig. Und Markus Rühl war ja auch einer, der nie einen richtigen definierten Arsch im Prinzip hatte. So, ich verstehe das nicht, wieso das so extrem wichtig ist. Aber um bei Martina zu bleiben, was bedeutet dir Martina eigentlich? Weil sie hat mir so einiges erzählt. Erzähl mal. Oh. Also ich muss ehrlich sagen, so, es gab da, also da gab es halt so eine Zeit in meinem Leben mit den Verletzungen und so. Mit meinem Knie, wo ich 2 Jahre lang nichts gemacht habe und so. Und ich habe mich auch von der ganzen Bodybuilding-Community also abgegrenzt. Ich wollte auch von niemand mehr was wissen. Also, weil das können vielleicht Leute nicht ganz nachvollziehen, warum das damals so war. Aber wenn man solche Verletzungen mal hat und man weiß nicht, wie es weitergeht und ob es überhaupt noch weitergeht und immer nur hätte und kann und muss nicht. Und da muss man sich halt an kleinen Sachen festhalten oder auch so ein bisschen mehr an Freunde, die immer da waren. Und Martina, unabhängig, ob das jetzt geklappt hätte oder nicht, hat die damals schon immer auch zu mir gesagt. Die hat gesagt, hey, wir versuchen das jetzt nochmal. Wir versuchen das jetzt nochmal. Und die hat mich immer aufgebaut und hat gesagt, glaub mir, so, das ist jetzt am Anfang Katastrophe, aber wenn du dranbleibst und so, wir kriegen das hin, deine Beine haben eine mega Genetik, du musst ja gar nicht mehr schwer trainieren. Damals, hat sie damals gesagt. Und ich glaube, kein Mensch hat mehr Sprachnotizen oder so, wo ich die vollgeheult habe, dass das nie wieder was wird und dass ich das nie wieder hinkriege. Und ja, aber auch so, da ging es nicht nur um Bodybuilding, da ging es so um, wenn man mal so einen richtigen Tiefpunkt hat im Leben, da geht es ums Leben allgemein, mit dem man sich austauschen kann. Und in der Zeit habe ich mich mit nicht vielen Leuten ausgetauscht. Ich war sehr allein und ich wollte auch nicht. Also ich wollte mit niemand reden in der Zeit so. Ich wollte selber mit mir ausmachen. Ich habe zum Glück, das war auch noch so ein Ding, da habe ich mir eine Bulldogge mit meiner Freundin gekauft. Die war auch ziemlich jung. Und mit der bin ich auch immer ewig spazieren gegangen, mit der musste ich nichts reden, die war einfach froh, wenn sie mit mir war, weißt du, ich meine so, wir waren immer 4 Stunden weg und ich war eh voll, hatte nur noch 96 Kilo und ich musste mal kein Meal Prep mitnehmen, weißt du, ich konnte mal so normal leben, einfach, weißt du, was ich dir so sage, also normaler okay. Mensch halt sind. So, und ja, in der Zeit, da habe ich viel nachgedacht und viele Gespräche mit Martina geführt, auch so, weißt du, ich meine, aber ich glaube, die Martina, die hat. Und das muss ich dir sagen, du eins hast vergessen im Intro zu sagen. Ich habe 2-mal die Süddeutsche gewonnen. Also ich habe mich im 17er Jahr oder 16er, ich weiß es gar nicht, habe ich mich noch für die Deutsche qualifiziert, aber habe mir dann, wo ich zum ersten Mal die ganzen Bodybuilder aus Deutschland gesehen habe, habe ich mir so in die Hosen geschissen, dass ich damit mitmachen konnte. Also mir ging es so schlecht und ich wollte gar nicht mehr auf die Bühne rauf und so. Und die Martina, die hat da schon, bei meinem ersten Jahr ist die, ja, damals war mein Trainer der Paul Polocek, der verstorbene Paul Polocek, ja. Da ist die zu uns hin und zu Paul hat sie gesagt, der kann gut werden. Und da waren 1000 andere da in der deutschen Meisterschaft. Wirklich auch richtige Namen damals. Ich will jetzt heute nichts schmälern, aber du weißt, damals war das Potenzial auf so einer deutschen schon anders. Weißt du, wie ich meine? Viel besser. Ja, schon. Und da die von all den Athleten, wo da war, die auf mich gezeigt hat, gesagt, der kann nicht schlecht werden. Da stimmt die Knochenstruktur stimmt, die Muskelbäuche stimmen, die Taille stimmt. Wenn der wächst, ohne sich zu verletzen, kann der gut. Und das hatte ich schon damals gesehen. Und so sind wir in Erinnerung gekommen. So sind wir so eigentlich zueinander gekommen. So. Und
die hat nie aufgegeben, an mich zu glauben. Nie, kein einziges Mal. So, ich, auch gestern habe ich ihr, gestern habe ich ihr als allererstes die seitliche Trizeps geschickt, gell? Ja. Wo ich gepostet habe, dann sagte ich so, und wenn Martina mal so sagt, so, okay, das ist jetzt gut, dann ist das wirklich gut. Also, dann kannst du dich drauf verlassen, dass das eine richtig gute Ding ist. Dann habe ich gesagt, so, ja, dann sagt sie, läuft. Dann hat sie gleich geschrieben, aber bitte nicht vergessen zu essen, weil die weiß, ich bin ein schlechter Esser. Adi ist schon ein sehr wichtiger Mensch bei mir im Leben, ja. Ja. Ja, Martina, eine klasse Frau, habe ich auch so kennengelernt. Und ja, also einmalig, ganz, ganz tolle Frau. Vom Herzen her. Schon, ich glaube, ich wäre nicht mehr zurückgekommen, wenn sie nicht so an mir festgehalten hätte. Glaube ich nicht. Ja. Also schwer, schwer, schwer. Mhm. Ja. Ja, wirklich schön. Sehr, sehr schön von ihr. Du bist auch, glaube ich, so ein Mensch, der ist auch so 100% geradeaus. Das heißt, du eckst wahrscheinlich auch sehr oft an, weil Leute vielleicht mit deiner Art nicht so ganz klarkommen, weil du sagst einfach so, wie es ist. Ich kenne das von mir selber. Und deswegen hat man dann eigentlich auch nicht so viele Freunde, richtige Freunde. Also ich sag dir mal ganz ehrlich, bei meinen Freunden, meine richtigen Freunde, die wissen alle, wie ich bin. Direkt, geradeaus. Die sagen auch manchmal, mir fehlt eine Ecke Empathie, so in manchen Sachen. Hm. Aber die lieben mich trotzdem. Die nehmen mir das nicht übel, wenn ich mal so sage, so in meinen Augen, manchmal haben die so Probleme, wo in meinen Augen nie Probleme wären, aber die machen es jetzt zu Problemen, dann sage ich halt mal knallhart so, ey, raff dich jetzt mal, so schlimm ist das nicht und sei mal keine Schwuchtel so, weißt du, wie ich meine so jetzt? Ja. So, weißt du, genau. Ich habe alles, gibt schlimmere Sachen im Leben wie das, weißt du, und genau. Aber ja, ich bin sehr geradeaus, auch in der, ich sag jetzt mal so, ich bin jetzt nicht so, also ich habe jetzt hier gar keine Feinde in der Bodybuilding-Szene überhaupt nicht, weil ich habe mit jetzt, ich habe schon mit ein paar Leuten zu tun. Einer der wenigen, mit dem ich super auskomme, ist der Urs, weil wir sind so unverschämt ehrlich immer zueinander und schon immer gewesen. Und auch damals, wo der Urs schon ein Niemand war, war der bei meinem Gesamtsieg auf der Süddeutschen, war der in der Zuschauer, war der auch so dabei. Ja. Aber allgemein so, was die Szene angeht, was ich halt nicht so mag, ist, ich muss auch gar keine Namen nennen, weil ich kann das in allgemein sagen, die sind halt alle immer so, ah, die lachen dir so ins Gesicht und hintenrum dann wieder. Und ja, und das kenne ich nur in Deutschland. Sowas habe ich nur in Deutschland gesehen. Die beschäftigen sich alle immer so viel mit anderen Problemen von anderen und was weiß ich. Und ich habe da so gar keinen, dann lügen sie sich immer gegenseitig an. Oh, du bist ja viel besser geworden. Dann geht er weg und sagt, ah, der ist wieder grottenschlecht. Und ich habe auch sowas echt keinen Bock, weil ich mache halt mein eigenes Ding schon immer. Funktioniert, ich will keine Zeit verlieren, ich habe 2-3 Jahre schon verloren wegen den Verletzungen, ich habe gar keinen Bock auf sowas, weißt du, was ich meine? Genau. Ja, viele Leute lieben dieses Drama und immer, ne, weißt du, Leute gegeneinander aufhetzen und all diese Kacke. Ja, da bin ich so. Mache ich nicht, sage ich dir ganz ehrlich, ist für mich Energieverschwendung, die Energie brauche ich fürs Training, für mein Essen, kann ich in meinen Körper reinstecken, ich muss damit niemand rummachen. Abgerechnet wird am Tag X und gejudged wird von Judges. Fertig. Der Rest, was die dann machen und untereinander, das mich interessiert es nicht, sage ich dir ehrlich so. Wie gesagt, ist Energieverschwendung. Man steckt Energie trotzdem rein in was und ist nur negativ. Und das habe ich mir geschworen vor 2 Jahren, ich mache den Quatsch nicht mehr. Super, super Einstellung, Dennis. So muss das sein, 100%. Klasse, klasse. Lass uns mal zum Anfang zurückgehen. Und ich meine zum ganz, ganz Anfang. Wie bist du zum Bodybuilding eigentlich gekommen? Wie war das? Witzig eigentlich. Eigentlich war ich ein sehr guter Fußballer. Ah ja, warte mal. Du warst ein guter Fußballer. Ich glaube, du warst so ein kleiner Messi, total verliebt in den Ball. Wolltest du den Ball niemals abspielen, ne? Oder so? Cristiano. Ah, okay. Ich muss dir wirklich sagen, ich war echt gut. Also ich war auch ein extrem schneller Sprinter und Läufer, auch so, was Schnelligkeit muss angeht, nicht nur so mit dem Ball verliebt, auch so, weißt du, wie ich meine? Schon damals so für einen Fußballer, muss ich sagen, hatte ich eine gute, drahtige, sportliche Figur. Meine Waden waren viel ausgeprägter wie die von anderen und Oberschenkel. Aber das kam halt davon, weil ich mit Gewichten gejoggt bin, berghoch und so, um schneller zu werden. Ist ja logisch, dass man dann ein bisschen mehr Muskeln aufbaut wie die anderen. Und ich wollte immer ein Sixpack haben, weil ich fürs... Guck mal, da hat es schon damals angefangen, als Fußballer war schon Bodybuilder in mir.
da war Vorbereitung, ich habe immer die ganze Zeit so Crunches und so gemacht, weil ich wollte wenigstens ein Sixpack haben fürs Schwimmbad, dass die Frauen sagen, ja, guck mal, der hat voll den geilen Sixpack und so, weißt du, ich meine, schon damals, genau. Ja, schon damals war so war kleiner in mir drin, da habe ich mich schlimm verletzt, die Verletzung ist, trotz OP ist es nie wieder geworden wie vorher, musste dann leider aufhören, bin dann in die Physiotherapie gegangen und hab halt dann angefangen, weil die gesagt haben, ja, du kannst eh noch nicht so mit deinen Leistending trainieren, mach halt mal Bankdrücken und so Zeug, weißt du, um allgemein fit zu bleiben. Ja. Dann habe ich damals, das ist auch witzige Story, da war, habe ich hier in so einem Reha-Sportstudio angefangen, ja, für den Anfang langt ja, weißt du, ich meine so. Klar. Und da habe ich mein, da hat mich schon ein damaliger Trainer gesehen, so, hat gesagt, was ist denn das für ein Idiot, Alter, macht jeden Tag 100 Klimmzüge und macht Bankdrücken wie ein Gestörter und geht gar nicht nach Hause, kommt abends nochmal, bin zweimal gegangen, habe Schule geschwänzt, habe morgens trainiert, bin abends nochmal gegangen, also nicht nachmachen, cool. soll kein Vorbild sein. Und das Witzige ist, der damalige Trainer hat es schon jetzt gesehen und das ist mein jetziger, einer meiner besten Freunde und mein Physio. Okay. Ja, also er kennt mich schon ewig und hat schon damals gesehen. Ja, damals habe ich dann angefangen zu trainieren mit meinen Freunden und du weißt ja, wie es ist. Du wächst einfach anders wie die anderen irgendwie. Die alle sagen, trinken sie Shakes und so, du auch, aber irgendwie bei dir ist Training anders. So. Und ich habe gefressen, was der Kühlschrank gibt. Damals habe ich das ja nicht gewusst, weißt du. Ich habe ja, damals hat meine türkische Oma noch gelebt, habe ich Lammkeule gegessen jeden Tag und habe so Joghurt aus dem Kühlschrank und Knoppers und Süße. Hauptsache viel gegessen. Am Anfang ist ja eh egal, weil ja, genau. Wenn du trainierst und irgendwas machst und ich sah innerhalb von 4 Monaten konnte ich 100 Kilo Bankdrücken machen. Ich sah aus, ich hatte schon so Schultern, weißt du, das hat sich halt so alles bis abgewehrt, die anderen noch gar nichts hatten. Richtig. Mhm. Weißt du, und dann habe ich schon ist schon mal einer auf mich zugekommen und gesagt, ey, ich glaube, du kannst das und so und du hast dafür ein Talent. Hast mal gedacht, auf die Bühne zu gehen, habe immer gesagt, nee, kein Bock. Weißt du, so. Ja, bis ich mich dann ins Powerhouse Gym in Öhringen angemeldet habe. Es hat damals so ein Oliver Eichele gehört und der Paul Polocek hat es dann von ihm übernommen, aber damals habe ich mich beim Oliver Eichele angemeldet, der war Strongman und da hat es dann angefangen. Also in dem Studio hat alles angefangen. Da hat dann der Paul Polocek trainiert, da habe ich gedacht, so, ich bin der Shit, weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich zum ersten Mal gesehen, dass ich damals auf seine ersten Arnold-Classics vorbereitet, weißt du? Und ich habe sowas noch nie gesehen. Und dann habe ich den zum ersten Mal gesehen und gedacht, was ist denn jetzt los? So, ich bin ja gar nichts, ich bin ja ein Kackbollen neben dem. So, bist du mal auf den Boden der Tatsachen gekommen, so, weißt du, ich meine so. Ja, klar. Und da waren aber auch viele Strongmans, so Daniel Wild, deutscher Meister, den kennt Martina auch. Und genau die Konstellation mit den Strongmans und allen da drin, die hat mich dann erstmal gelernt, so richtig schwer zu trainieren. Also, ich war so ein dünner Kerle, aber ich konnte schwer trainieren durch die Typen. So, die haben es mir echt beigebracht. Ich hatte keine andere Wahl. Ich wollte ja irgendwie dazugehören und da musste ich mit denen anfangen, Kniebeugen und so zu machen. Das ist ja klar und so. Und dann innerhalb von einem Jahr haben wir dann gesagt, wir machen Wettkampf. Erster Wettkampf, baden-württembergische, also süddeutsche Meisterschaft. Und da habe ich direkt Gesamtsieg geholt. Direkt. Also erste Meisterschaft, Gesamtsieg. Ja. Boah, wow. Das war damals. Da war der Adolf Burkhardt auch auf der Meisterschaft und der Juri Kuber, kennst du den vielleicht, Kuber? Der sagt mir nichts, ne. Ja, Adolf der war auch deutscher Meister und so, es waren schon ein paar Namen da. Also, ja, da habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich bin da wirklich nicht so schlecht so drin. Aber da war auch die Zeit, wo du noch so richtig nervös warst hinter der Bühne, ne? Also, habe ich gehört, so gezittert und weiß ich nicht. Verkackt. Wie war das? Wie kam das? Also, like, Panik-Mode oder? Ich weiß noch, da irgendeine Szene habe ich im Kopf gehabt. Das war Männer 4, habe ich mich eingewogen mit 91, also ziemlich unten von der Männer 4. Ja, und dann siehst du einen Männer 4, der sich mit 99 einwiegt. Aber das war eigentlich auch nicht so das Problem, weil meine Proportion, ich wiege auch jetzt nicht so hardcore viel. Wie immer alle denken, ich wiege gar nicht so viel, aber wenn ich mich ausziehe und durchdrücke, dann sieht es so viel aus, weil meine Gelenke so dünn sind. Ich habe so Mädchengelenke und so große Muskelbäuche.
und so eine schmale Taille, ich werde nie so viel wiegen wie zum Beispiel so ein Klotz oder so, weißt du, mit so Gelenken. Und ich habe kein Wasser in meinem Körper, null, weißt du, das muss ja alles mit reinrechnen, das habe ich ja damals nicht gewusst. Und aber die, ja, wenn du das erste Mal siehst, deutsche Meisterschaft, dann kreist da ganz Deutschland, dann siehst du das so, boah, ich weiß ja gar nicht, wer da alles da war. So, da waren schon ein paar Männer, fünf, und da denkst du, Alter, du bist ja gar niemand. Du bist ja gar niemand mehr jetzt hier drin. So, ja, bei der Waage und so. Ja, habe ich mir in die Hosen gekackt, Alter, bin zugelaufen, sah scheiße aus, habe 40 Kacke bekommen, das war's. So, das war mein erster Meisterschaft. Also war doch schon so extrem, dass du Adrenalin rausgelassen hast und zugelaufen bist? Ja, ich habe da mich nicht so gut in den Griff vor der Bühne. Der Wettkampftag ist für mich immer so ein bisschen, es wird immer besser. Also jetzt so wird es besser. Hm. Vor allem in Dänemark war es besser. Also beim letzten, wo ich gewonnen habe, irgendwie habe ich das anders gemacht mit meinem Kopf. So, ich bin reingegangen, habe gesagt so, ich muss das einfach heute gewinnen, weil es gibt keine andere Wahl. Ich habe das verdient, habe ich mir die ganze Zeit eingeredet. Und deswegen kann der andere niemals gewinnen, habe ich gesagt so. Und da war ich auch gar nicht mehr so aufgeregt, weil ich habe gewusst, irgendwie innerlich, ich gewinne das. Okay, cool. Und ich gehe jetzt mittlerweile ein bisschen anders dran an die ganzen Sachen. Auch jetzt das Profidebüt. Ich merke schon, dass die Leute anfangen so zu reden, zu raten. Und jetzt hat er das gepostet und das, und wie sieht er jetzt beim Dennis Wolf aus und dies und das, aber letztendlich Wettkampftag X, und wenn ich die Härte bringe, die sie wollen, und mir fehlt vielleicht noch hier und da ein Stückle Masse, und die kommt auch erst so noch über die 2-3 Jahre, aber ich weiß, dass ich wenig Schwächen, offensichtliche Schwächen habe, und ich weiß, dass ich da schon, das fällt bei mir nicht so krass auf, die Posen sind ganz gut so. Genau, okay. Ja, und bezüglich der schmalen Gelenke, ich meine, Flex Wheeler war auch niemals so schwer auf der Bühne, und guck mal, wie der gewirkt hat. Ein absolutes Monster und so wunderschön dabei auch noch. Mit Dennis Wolf, ja, du arbeitest ja mit Dennis zusammen. Ihr zwei seid ja im Prinzip fast wie Zwillinge, sage ich jetzt mal. Ihr habt dieselbe X-Frame, ihr habt denselben Namen, ihr habt denselben Stoffwechsel, dieselben Probleme mit dem Essen. Ja, schon arg viele Gemeinsamkeiten, gell? Ja, super. Also deswegen habe ich mich auch für den Dennis entschieden. Also guck mal, ich habe gewusst über Martina, ey, der Dennis ist ein schlauer Kopf, so, die hält auch viel vom Dennis, weißt du, so menschlich. Menschlich ist ja sehr wichtig. Toller Typ. Wir sind so ähnlich, der hat gesagt, hey, ihr habt so eine ähnliche Struktur und ihr seid beides schlechte Esser. Jetzt geh ich mal hin und quatsch mit ihm, hat sie zu mir gesagt. So, weißt du, wie ich meine? So, haben wir uns auf der Dennis Wolf getroffen, der gleich voll sympathisch, so, ey, Dennis, jetzt sehe ich dich echt mal live. Ey, das stimmt ja echt, was die alle sagen. Du hast ja echt mega breite Schultern und so. Du kommst ja live auf Bildern, kommt es ja gar nicht so rüber. Dann sage ich so, ja, sagt er, ey, ich glaube, du bist breiter wie ich in meiner Prime und so, sagt er gleich. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt. Und haben halt immer so kurz gequatscht, waren wir auf der Dennis Wolf, und dann haben wir so immer mal geschrieben, weißt du, so, Dennis, wie hast du es damals gemacht? Da hat er mir mal einen kurzen Tipp gegeben, ganz unentgeltlich, weißt du, ich meine einfach so, und ich habe irgendwie gemerkt, so, das, was der sagt, funktioniert irgendwie schon bei mir, und der hat auch immer zu mir gesagt, ey, hat er schon damals immer gesagt zu mir, ich so, Dennis, ich kann es essen, wenn es hier nicht kotzt, ich geht nicht. Dann sagt er, Alter, stell's weg, trink einen Shake. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich es pürieren? Dann sagt er, bloß nicht. Pürieren darfst du nicht anfangen. Das denken immer alle, dass es gut ist. Da haben wir erst vor 2 Tagen wieder drüber geredet. Hat er gesagt, so, ess so viel es geht und kau so viel es geht. Und wenn es nicht mehr reingeht, wegstellen. Und das sind so Tipps. So, früher habe ich immer gedacht, ich muss, egal, dann püriere es und ich muss. Und du stresst dich so arg und dein Körper so dermaßen, obwohl ein Sättigungsgefühl da ist, dass der das eh nicht mehr verwertet, das Essen. Die denken ja immer, alle reinkippen, drin ist drin, aber das ist so nicht. Das funktioniert nicht so. Dieses püriertes Zeug, was die machen, dass, wenn du kaust, du hast ja Enzyme, die tun ja so viel Arbeit schon vorher verrichten, richtig, für das Essen, damit der Darm das aufnehmen kann. Das ist kompletter Bullshit, weißt du, ich meine so. Das waren einfach so viele kleine Tipps, wo der mir auch gesagt hat, auch mit dem Rücken und so, wie er sagt immer, du musst das ein bisschen besser spüren und musst das und das probieren. Aber auch so, wenn ich ihm sage,
mit Verletzungen, ey, Dennis, so Schulter macht gerade voll, dann sag, habe ich auch gehabt, so macht das und das. Also wir haben echt sehr viele Gemeinsamkeiten so. Und die Form ist auch ziemlich ähnlich und bin echt, also mit Dennis bin ich echt rundum zufrieden. Immer erreichbar. Ich kann ihn immer schreiben. So, ich denke mir immer so, ah, ich will ihn jetzt nicht nerven und so. Das, ah, du nervst nicht. Du nervst mich nie, sagt er so. Du kannst mir immer schreiben, was ist. Der antwortet dir sofort. Manchmal denke ich so, Alter, das ist Dennis Wolf so. Weißt du, wie ich meine? So. Ja, keiner war annähernd so gut wie der hier in Deutschland. Das vergessen hier manchmal wieder, wie manche außen die Titel und alle, wo der geholt hat. Das hat nie einer geholt. Ja, richtig. Und ich sag mal so, und dazu zähle ich mich auch, der in seiner Prime ist sehr weit weg von allem, was wir gerade in Deutschland haben. Oh ja, auf jeden Fall, ganz klar. Und das vergessen manchmal ganz viele, dass der einfach Weltmeister geworden ist, nach Amerika gegangen ist, erste Saison gemacht hat, Mr. Olympia-Quali geholt hat und auf Mr. Olympia gefahren ist. Der hat keine Jahre gebraucht, um was weiß ich. Der war dann gleich dabei drüben. Genau, stimmt. Und da muss man schon ein bisschen Respekt haben. Also wenn der auch was zu mir sagt, dann, ich bin so ein Typ, Ben, muss ich dir sagen, das ist vielleicht eine schlechte Charaktereigenschaft von mir. Ich könnte aber niemals auf einen Trainer hören, der niemals so ausgesehen hat wie ich. Ich verstehe, was du meinst. Ich würde dann sofort wieder anfangen, alles zu hinterfragen. Würde sagen, okay, ja, und wenn der dann sagt, ja, du musst das essen, dann ich mir so, ja, was willst du denn überhaupt so? Weißt du, ich habe da so ein Autoritätsproblem, ich gebe das auch ehrlich zu, aber ich weiß es und deswegen muss ich mir halt, bin ich sehr froh, dass ich zu jemand aufschauen kann. Weißt du, wie ich meine? Naja, ich verstehe dich 100%. Das ist genauso, als wenn jemand sagt, oh, lass mir mal zeigen, wie man Formel 1 fährt, und dann sagt er, ja, bist du schon mal Formel 1 gefahren? Ja, am Computer. Weißt du, was ich meine? Das ist ein extremes Beispiel. Aber ja, du musst dich an jemanden wenden, der tatsächlich auf dem Mr. Olympia auf der Bühne gestanden hat und der sehr erfolgreich war über Jahre. Und ich meine, ihr zwei seid ja wirklich sehr similar, wenn man so sagen kann. Und ich denke, es ist das Beste, was dir passieren konnte. Und ja, zu Dennis, da kann ich auch nur tolle Sachen sagen, auch immer erreichbar und ein ganz toller Typ. Und ja. Was auch immer. Lass uns mal zurückgehen, also nach deiner ersten Meisterschaft, wie hast du dich denn da gefühlt? Hast du dann gedacht, oh, jetzt bin ich aber der Shit, komm hier hin, mach den Gesamtsieg, räum alles ab? Wie war das? Du, ich sag dir ganz ehrlich so, also ich habe da nicht so viel drauf gegeben. Oh, wow. Das klingt blöd, ich habe dann so, ich war froh, dass ich mal was essen konnte dann, weil die Diät so, ich habe schon voll Hunger gehabt und in der Diät, ich bin ja nicht so einer, der immer so wie alle sagen, oh, mir macht Diät ja gar nichts aus. Also das macht mir ja gar nichts aus, wenn die alle Kuchen essen am Tisch und mir macht es ja nichts aus, weil ich bin ja so brutal hart und ich bin Bodybuilder und ich will das zu 100%. Also ich leide da immer noch, wenn ich so 3-4 Wochen vorher habe und dann ist das da so Zwetschgenkuchen, natürlich hocke ich am Tisch und trinke einen Kaffee, aber ich denke mir so, ich habe schon Bock, das Ding jetzt zu essen. So, weißt du, jeder, der sagt, Diät ist einfach, der lügt. Das ist doch Bullshit. Nee, die sagen doch immer, alle ist doch kein Problem. Also ich brauche das nicht, sagen die doch immer. Ja. Ich brauche schon, sage ich immer so. Weißt du, wie ich meine so? Ja, und das Einzige war, ich wollte gleich essen. Also ich habe den Pokal genommen, habe ich voll gefreut. Habe gesagt, ja, okay, jetzt können wir aber essen. Habe ich gleich gesagt so. Und am nächsten Tag, da war ich dann froh, das weiß ich noch, weil ich durfte 2 Wochen vorher keine Beine trainieren, anscheinend wegen meinen Einschnitten, dass die tiefer werden. Das mache ich. Das, ja, aber das ist bei mir jetzt draußen. Ich kann 3 Tage vorher Beine trainieren. Meine Einschnitte sind immer da. Die sind in der tiefsten Off-Season da. Die haben auch noch Querstreifen auf. Das ist Genetik bei mir. Das kann man nicht trainieren oder beeinflussen. Also ich mache das nicht mehr so. Aber damals habe ich es halt so gemacht. Und da habe ich 2 Wochen vorher keine Beine trainiert und dann durfte ich am Montag Beine trainieren, da bin ich aufgestanden, habe ein riesen Frühstück noch gemacht, bin ins Training gegangen, habe sofort Beine trainiert. So, das war das allererste, was ich gemacht habe. Und damals, das habe ich ja noch nicht gekannt, das Gefühl, das war dann dieser Rebound mit dem Essen und Trinken nach dem Wettkampf. Ich hatte Beine, ich hatte einen Pump, ich habe mich gefühlt wie Achilles. Ja, das glaube ich, mit all den Kohlenhydraten und dann 2 Wochen keine Beine. Das war bestimmt richtig geil. Es war so das so, ja. Aber so richtig, dass ich so, ich habe jetzt das gewonnen. Und ja, das, du, wenn ich ehrlich bin, eigentlich, warum ich Bodybuilding am meisten mag, ich sage dir jetzt ganz ehrlich, ich sage es auch immer zu allen Leuten, die Fresserei geht mir auf den Sack, sage ich dir ganz ehrlich, die geht mir richtig auf den Sack. Okay. Also ich hasse Essen. Ich hasse Essen.
und ich zwinge mich zu jeder Mahlzeit. Ich habe eigentlich nie Hunger, sage ich dir ganz ehrlich. Außer in der Diät, da kommt er und dann kann ich ja nur das bisschen essen, komischerweise. Also ich hasse das Essen. Das Einzige, warum ich Bodybuilding mag, ist wirklich das Training, das schwere Training, wo ich gezielt meine Körperdinge ansteuern kann, um so auszusehen, wie ich will. Und schweres Training halt so, um ab und zu in so eine Painzone zu gehen, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt durch, so das, jetzt wird es richtig hart, aber du musst da durch jetzt. Das ist so, das pusht mich, das macht mir auch noch heute Spaß und deswegen bin ich auch zurückgekommen, weil das Gefühl hat mir gefehlt in den 2 Jahren, wo ich verletzt war. Das glaube ich. Und das ist auch ganz egal. Manche Leute sagen, mach mal einen anderen Sport, aber anderer Sport bringt dir niemals mehr dasselbe High, dasselbe Gefühl wie Bodybuilding, wenn du einmal drin warst. Nee. Ich sage auch so ganz ehrlich, so, ich habe mit Fahrradfahren probiert und so. Und es hat auch Spaß gemacht, so Mountainbike-Fahren. Mache ich auch jetzt, also wenn ich jetzt anfange wieder für meine Saison, ich sage dir gleich, hol Mountainbike raus und mache Cardio draußen 1 Stunde im Wald, bevor ich mich auf das Ding drauf hocke. Mhm. Habe ich keinen Bock drauf. So ist auch besser fürs Immunsystem und so. Du bist ja eh nur im Studio und so Zeug. Du musst auch ein bisschen rauskommen mal, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber so eigentlich, das Training an sich hat mir mega gefehlt. Und das schwere Training ist, wenn ich auch aufhöre, ich werde nie aufhören zu trainieren. Nie, um Gottes Willen. Weil mir macht es so Bock. Und so, auch wenn ein Beintag manchmal echt hart ist, so, es gibt nicht jeder Beintag ist geil, wenn du 240, 260 beugst. Wenn du in solche Bereiche kommst und wenn du siehst, wie ich sie beug, ganz tief, streckst du nicht aus und dann hast du schon so, weißt du, dein Nervensystem, alles killt dich im Training schon und du bist danach nur noch Ding so. Aber wenn du es gemacht hast, bist du letztendlich immer froh und hast ein High so. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Nach dem Beintraining immer Kopfschmerzen und den Druck hinter den Augen, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und ich habe nur mit 210 Kilo tiefe Kniebeugen gemacht. Also, aber das ist auch schon 210 drückt er auch. Also. Ja, aber trotzdem kann man nicht vergleichen. Auf jeden Fall. So, lass uns mal zurückgehen nochmal. Deine Verletzungen, wie fing das an, das erste Mal? Wie war das? Was ist passiert? Boah, ist auch ein bisschen Fußball zu verschulden und den ganzen Scheiß. Ich habe links so Morbus-Schlatter-Syndrom gehabt, an unterm Knie, das so knöcherne Absplitterung in der Patellasehne. Okay. Und das hat halt schon immer weh, die ganze Zeit, ist immer wieder gekommen und so. Dann ist immer, das war so eine Verschleiß, das ist so langsam gekommen, es ist immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Und dann irgendwann ging es gar nicht mehr. Dann bin ich zum Rich, habe ich Martina geschrieben, hat mir gleich die Notfallding vom Rich gegeben. Mit dem bin ich mittlerweile auch befreundet, da habe ich auch in WhatsApp. Und da hat er MRT-Termin mir gleich besorgt, bin ich gekommen, da hieß es, ja, linke Patella ist fast weggerissen, also Fetzle war noch dran, keine Ahnung. Und rechts war es ja auch angerissen. Rechts war irgendwie noch so ein Knorpelschaden, der war am Anfang gar nicht so schlimm, haben wir gedacht, aber da haben wir die erste OP gemacht, mussten die Patellasehnen flicken und rechts ist aber nicht mehr geworden. Also rechtes Knie war immer Katastrophe, auch nach der OP. Und dann war der Knorpelschaden doch ein bisschen schlimmer, wie wir alle gedacht haben. Und durch das, wenn du eine OP machst, verschieben sich die elektronischen Signale, weißt, dass die Kniescheibe sich anspannt und locker lässt und der Knorpelschaden ist, guck mal, das ist dein Knie, die Rinne hier, okay? Mhm. Nennt man Trochlea. Sorry, ich habe mich mit dem Knie so auseinandergesetzt in all den Jahren, das glaubst du gar nicht. Das ist die Spurrinne, wo die Kniescheibe drin läuft. Und der war ziemlich am Anfang, so dass die Kniescheibe die Rille nicht findet, wo sie rein soll. Und dann ist sie immer über die Seite reingerutscht und hat so gemacht die ganze Zeit. Ja, also da hat der Rich, und das rechne ich ihm bis heute an, er sagt, ey Dennis, das ist echt ein Kack-Knorpelschaden, da muss ich dich zu einem Spezialisten noch weiter verweisen. Und ich gesagt, du, Rich, kein Problem, ich finde es ja geil. Andere Ärzte können das sich ja gar nicht eingestehen. Der hat gesagt, hey, ich habe dir die Patellas geflickt, aber das, wenn es nicht besser wird, ich habe keine Ahnung mehr. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau, gut. Ja, hat er mich also erstmal Grüße an Rich. Richie, du bist der Beste, du weißt, ich komme bald wieder und lass alles mit Hyaluron voll machen vor der Vorbereitung. Und dann hat er mich, Bad Cannstatt, hier bei mir, ich wohne ja in der Nähe von Stuttgart, Dr. Raymond Best geschickt. Also das ist so vom VfB Stuttgart, der Sportmediziner, ist Kniechirurg des Jahres seit 5 Jahren, hören wir auch. Also ich denke, der beste Kniechirurg, den es gibt aus Deutschland, sage ich dir ganz ehrlich so. Okay. Er hat das Ding angeguckt, der hat mal gleich mal zu mir gesagt, hey, das sieht scheiße aus.
für das, was du machen willst. Da hat er gesagt, ich muss mir erst mal überlegen, was wir da machen können. Mit so Knorpelverpflanzungen bei solchen Kräften, was wir heben, kannst du dir vorstellen, ist nicht viel, weil das Zeug, wo da dann reingepflanzt wird, das in 2 Jahren wieder Späne. Also das ist ja nicht dein richtiger Knorpel mehr. So, da hat er einmal überlegt, was machen wir? Da sagte er, ja, also ich muss dir ehrlich sagen, es gibt nur einen Weg, so, ich musste da einen Teil von deinem Schienbein rausschneiden, musste den Ansatz versetzen, musste mit 3 Schrauben fixieren. Wow, wow. Und dann habe ich gesagt, so, okay, scheiße. Dann sagt er, ja, aber wenn die Schrauben fest sind, sitzt er fest, das reißt nicht mehr ab. Dann sage ich, okay, wie sind die Chancen, dass ich danach nochmal trainieren kann? Dann sagt er so, normale Menschen können danach besser laufen. Oh, scheiße. Dann sage ich, Kniebeugen, Beinpresse. Dann sagt er so, mit über wie viel Kilo reden wir? Dann sage ich so, Beinpresse schon arg viel und Kniebeuge 200, 240. Sagt er so, kann ich dir kein Versprechen geben, werde ich dir auch nicht geben, das ist so extrem. Ich kann dir nur was versprechen für deinen Alltag, aber nicht für sowas Extremes, hat er gesagt. Er war ganz ehrlich, also ja, war ein ganz ehrlicher Mensch. Ich mag den auch, wir sind auch heute noch befreundet, habe den auch in meinem Handy, alles gut. Hat operiert, hat nicht gemacht, danach nach der OP, schrecklich, erstmal neu laufen lernen. Das ist, mein rechtes Knie fühlt sich nicht an wie mein linkes Knie. Das ist ein anderes Knie. Links läuft anders wie rechts. Ich muss rechts komplett anders ansteuern wie links. Die laufen nicht synchron, nix. Deswegen ist so ein Beintraining ganz schön tricky für mich. Aber ich habe es mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Weil, Ben, rumheulen bringt nichts. Wir können nicht rumheulen, weil wir müssen mit dem arbeiten, was wir noch haben. Richtig. Genau. Ja. Das hat eine Weile gedauert und das hat Martina auch bestimmt viele Kopfschmerzen gekostet. Aber ich habe mein Ding jetzt so rausgefunden, was geht. Und komischerweise, das, was als allererstes ging, was mir keiner gesagt hat, was nie wieder geht, waren Frontkniebeugen. Wow. Die ging. Würde man nicht denken, ne? Nee, die ging. Die war die einzige. Dann habe ich erstmal nur Frontkniebeugen gemacht. 10 Sätze Frontkniebeugen, 1 Jahr lang. So immer ein bisschen gesteigert, von 80 auf 100, 100 auf 120, 140. Dann wurde es schwer, 160, 180 und dann so nach 1,5 Jahren 200. Aber erst in der Vorbereitung, wo ich beim Roland Sherlock war. Und ich habe meine Knie nur aufgebaut mit Frontkniebeugen. Beinstrecker mache ich kaum noch und auch in einer Art nur am Ende vom Training und auch nicht ganz ausgestreckt, sondern nur wirklich so mit den Beinen. Ist für mich eh eine überbewertete Übung. Also mit sowas baut man keine richtig brutale Beine auf, nach meiner Meinung nach. Also der heule ich jetzt nicht nach der Übung oder sowas, aber ich kann mittlerweile eigentlich ziemlich gut beugen. Ich beuge aber nicht mehr frei, weil ich beuge nur noch an Smith Machines, weil die ersten 3 Wiederholungen zittert mein rechtes Knie ein bisschen durch die ganzen OPs, da ist der Nerv geschädigt und der braucht immer so 1, 2, 3 Wiederholungen, bis er sich fängt. Okay. Also dann ist das Knie stabil und dann läuft es. Aber weißt du, mit freiem Gewicht, wenn da schon zitterst mit 200, das nicht, da lieber geführt, weil erstens meine Quads sind eh gut, also die sind mein Außenschwung, das ist genetisch und ich kann es einfach besser ansteuern in der Multipresse und auch Hackenschmidt und solche Sachen. Dass das alles geht, hat der Arzt zu mir gesagt, das hat er noch nie erlebt in seinem ganzen Leben und er hat auch gesagt, der würde mich gerne für so Berichte und Dokumentationen nehmen als Beispiel, was geht, wenn man so viel reinsteckt wie ich, weil es ging ja nicht sofort. Ich bin ja tausende Kilometer Fahrrad gefahren, damit die Kniescheibe sich besser einläuft. Ich habe Slackline gemacht, kennst du das, so auf so Seilen balanciert? Nee. Mit deinen Füßen und so. Ich hab so viel reingesteckt, das können sich manche gar nicht auch. Manche wissen ein bisschen, was ich reingesteckt habe, deswegen schockiert es dir auch gar nicht, dass ich wieder so bin, wie ich bin und auch wieder so trainiere. Aber ich habe, weil die haben dann zu mir gesagt, ja, wenn es nämlich geht, so deine Beingenetik, dann machst halt Classic, machst halt ein bisschen Ding so und machst halt Classic. Ich habe sofort gesagt zu allen Leuten, entweder ich mach super Schwergewicht Bodybuilding mit Freakbein oder ich höre auf. Verstehe ich. Ich will Classic nicht schmälern, gar nicht. Die müssen genauso hart trainieren, die müssen genauso hart Diät machen, alles gut. Aber ich will super Schwergewicht Bodybuilding machen. Klar. Das war für mich oberste Priorität schon immer. Und bin bis heute dankbar, dass es
so klappt wie jetzt mit dem Knie. Ich habe sehr wenig Schmerzen, manchmal nach dem Training, aber gut, es sind auch Gewichte, da schmerzt auch ein gesundes Knie. Also, was soll man da? Solange dieser Knorpelschmerz nicht mehr ist und diese Patellasehenschmerzen, ist das in Ordnung. Klar, und man würde ja eigentlich denken bei dir jetzt, dass du halt nicht mehr so schwer trainieren würdest. Und aus Vernunftsgründen würde man eigentlich sagen, Dennis, trainier nicht mehr so schwer, vielleicht ganz, ganz langsam und kontrollieren und bla, bla, bla. Aber ich glaube, du powerst immer noch richtig heavy, ne? Immer noch richtig schwer. Das ist so dein Ding, ne? Ich habe das probiert, wie mir das alle immer gesagt haben, mit dem Pumpen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, erstens macht es mir gar keinen Bock. Also das ist das Schlimmste an der ganzen Kacke. Zweitens, ob das so viel besser ist, wirklich für das Knie, dass man 4 Sätze pumpt oder ein Satz nur richtig schweres Gewicht nimmt, weil die Belastung, wenn du es auf dein Kilo hochrechnest, weißt du, wie ich meine? Ist an sich dieselbe, weil es ist ja auf dem Knorpel, da wirken ja Kräfte. Durch die Kniebeuge sind die aber sehr statisch. Also kann man das schon so sagen, wenn du jetzt sagst, ja, 4x140 Kilo oder vielleicht lieber 1x260 oder 2x260 Kilo von mir aus. Wenn man es gut ansteuern kann, sage ich, und man sich mit der Anatomie beschäftigt hat, und das hat mich die Verletzung gelernt, dass das Knie sauber läuft, das, glaube ich, können 95% nicht, weil so mit 3-Punkt-Zonen am Fuß und so Zeug, da hat sich noch keiner, Reflexzone, da hat sich noch keiner damit beschäftigt, damit das Knie besser läuft. Dann nach meiner Meinung nach ist das schwere Training nicht unbedingt das, was dich von dem Knorpelschaden rettet. Okay. Knorpelschaden kann genauso passieren, wenn du ein bisschen leichter trainierst und 5 Sätze machst mit mehreren Wiederholungen. Wenn das Ding nicht in der Achse läuft, ratscht es genauso über die Stelle drüber. Das also, ist meine Meinung. Und ja, ich habe mit Martina schon geredet, ja, glaubst du so, die wären zurückgekommen, meine Beine, wenn ich so trainiert hätte? Dann sagt Martina so, das kannst du nicht sagen, aber Martina sagt halt, meine Qualität, was ich sogar in der tiefsten Off-Season habe, das ist auf schweres Training zurückzuführen, 100%. Ja, also erstmal bist du jetzt der absolute Knieexperte, kann man schon mal so sagen. Und ich glaube, es ist auch eine Kopfsache. Wenn du jetzt nicht überzeugt bist von diesem Pump-Training, nenne ich es jetzt mal, dann wächst du auch nicht so. Da kannst du mir sagen, was du willst. Diese Muscle-Mind-Connection ist immer da. Und wenn du in deinem Kopf dir sagst, nee, ich brauche schwer, dann fühle ich das auch richtig besser im Muskel, dann ist das auch wahrscheinlich so, dass du so besser aufbaust. Zum Schwer muss man halt sagen, intelligent schwer. Natürlich. Trotzdem voller Bewegungsradius, nicht abkürzen Bewegungen, wippen, mit Schwung arbeiten oder irgendwie so ein Dreck. Ja, genau. Also so normale, schwere Bewegungen. Weil das, was ich immer manchmal so sehe, wenn sie dann zu mir sagen, ah, ich habe auch 2,20 gebeugt. Dann so Wickelbandagen und beide Knie so 8-mal rumgemacht und dann lassen die sich so reinfallen und drücken es nur das letzte Drittel oben raus. Und dann sage ich, mach mal Wickelbandagen weg, geh mal ganz runter und drück mal nur 2 Drittel aus, ohne durchzustrecken, können die keine 2 Wiederholungen. Nee, klar nicht. Dann denke ich mir mal so, ihr habt das Prinzip nicht ganz verstanden, wie der Muskel wächst. Der wächst unter konstanter Spannung. Was ihr macht, ist 1/3 ausstrecken und oben pausieren. Also Der Muskel muss vielleicht 1 Sekunde arbeiten. Ja. Naja, also da muss man sich schon ein bisschen damit auch befassen, schwer, wenn ja, wie schwer und welche Bewegungen schwer und welcher Bewegungsradius schwer. Eine Bewegung hat ja zum Beispiel 3/3. Mittlerweile habe ich festgestellt, auch bei Trizeps oder so, du musst gar nicht immer den vollen Bewegungsradius machen. Du hast zum Beispiel ein Ellbogenproblem. So, ich habe Ellbogenprobleme. Es langt, wenn du diese Streckung machst, bis hierhin. Du musst es nicht immer so durchdrücken. Dann ist deine Gelenke und alles in so einer blöden Kraftkurve und dann kommen die ganzen Verletzungen. Und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass bei fächerförmigen Muskeln wie Trizeps, Bizeps, Schultern, Brust, dass diese 2/3 genauso Hypertrophie bringen, wie wenn du es in vollem Bewegungsradius gemacht hast. Weil ja diese konstante Spannung da ist. Ja.
Ja, das glaube ich, das glaube ich, ja. Viele Leute denken immer, wenn die das schwere Gewicht drücken, dann bauen die auf, egal was. Die wissen gar nicht, was eigentlich, wie man Muskeln richtig aufbaut. Da hast du 100% recht. Jetzt frage ich mich, wärst du nicht eigentlich der prädestinierte Kandidat für diese Heilpeptide, die es ja mittlerweile gibt? Denkst du nicht, dass sie dir helfen könnten? Ich sag dir mal was, ich habe meinen Arzt sogar darüber gefragt, so. Und nach der OP hat der mir was gesagt, so. Der hat zu mir gesagt, also jetzt, das kann ich nur auf mein Knie beziehen, die Frage. Ja, Ich sage, okay. ja, kann ich was nehmen, dass das so schnell auf dem Weg ist? Und sagt er, nee, er ist nicht der Fan davon. Dann sage ich, warum? Weil sie das sagen müssen jetzt, oder was? Vom Gesetz her. Dann sagt er, nö, ich kann sagen, was ich will vom Gesetz. Ist doch nicht mein Problem, was du machst. Dann habe er gesagt, so, guck mal. Ich bin da jetzt mit so vielen Instrumenten reingegangen. Wir haben eine Kniespiegelung gemacht. Dann musste ich dir das Ding versetzen. Also das sind so viele Strukturen, wo ich verletzt habe, wo ich reingegangen bin. Und das gibt alles Narben, hat er Ah, zu mir okay. gesagt. Und durch diese Heilpeptide tun sich die Narben mehr, noch mehr wuchern. Weil, kannst du dir das vorstellen? Das geht schneller, aber es wuchert halt. Die Narben werden dicker und weißt du, was ich meine? Ja, es So. fördert den Heilprozess und dadurch werden die, ich verstehe das, ja. Und das Narbengewebe ist ja nicht elastisch Nein. wie Muskelgewebe oder anderes Gewebe. Das zum Beispiel, wenn ein Band reißt und du machst dann mit Kleber zusammen, dann ist es trotzdem nicht mehr so, ein Gummiband zum Beispiel, dann ist es ja an der Stelle nicht mehr so elastisch, weil er ja da Richtig. der harte Kleber ist. Und das ist wieder eine Sollbruchstelle. Und diese Stellen können zwar nicht reißen in deinem Knie, aber die sind auch hart und die stören die passiven Strukturen, der Ablauf von der Kniescheibe. Weißt du, unter der Kniescheibe ist auch noch mal so eine Haut, bevor die so eintauchen kann in diese Knorpelschicht und das alles wird dadurch gestört. Deswegen hat er zu mir gesagt, lass deinem Körper von alleine die Zeit, das auszuheilen. Das ist ein gut gemeinter Tipp von mir an dich. Und hat er gesagt, und in der Zeit bereite ich hier oben drauf vor, was alles die nächsten Monate passiert und was du machen musst. Das hat In der Dr. dem Raymond Chris Falle, zu mir gesagt. in dem Fall mit deinem Knie macht das natürlich total Sinn. Ich habe mir auch mal die Achillessehne abgerissen, habe es nicht operieren lassen, habe es eigentlich alles selber gemacht, so verrückt, wie sich das anhört. Und Ja. meine Achillessehne auf der einen Seite ist dreimal so dick wie auf der anderen Seite durch halt das Narbengewebe, ne? Aber das wird niemals mehr reißen. Also das ist sicher, das reißt Ja, niemals mehr. Achillessehne ist eine andere Stelle, sage ich jetzt mal Ja, so. nee, Die nee, wird das ist nicht eine mehr reißen. andere Geschichte. Ich Ja. weiß, genau. So, da du ja mit dem Dennis zusammenarbeitest, ich weiß ja nicht, wie ist denn dein Aufladen beim Dennis? Der hat ja herausgefunden, dass wenn er fast auf null Kohlenhydrate geht, dass er im Prinzip zum Wettkampf hin besser aussieht, als wenn er lädt. Ist das bei dir auch so ähnlich, da ihr beide im Prinzip denselben Stoffwechsel habt? Und so weiter, oder ist es trotzdem bei dir ganz normal die Aufladephase? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt 6 Wettkämpfe oder 5 gemacht, nee, 6 glaube ich in meinem Leben. Und das Auf- und Entladen war immer Bullshit. Das hat mich immer schlechter gemacht. Ich sah 2 Wochen vor dem Wettkampf, 3 Wochen vor dem Wettkampf am allerbesten aus. Okay. Im Training, zwar damals bei, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, beim Tim Budesheim, da habe ich damals bei dem in der Eisenhöhle trainiert. Da hatte ich meine beste Form. Das war 3 Wochen vor Dänemark oder ich weiß gar nicht, 3,5, 2, frag mich nicht. Da ich hatte 50 Gramm Reis 6 Wochen am Tag. Ich war trotzdem prall. Ich war durchgestriffen, faserig. Die Muskeln waren dick, rund, prall. Alles. Habe ich wieder entladen auf null und dann aufgeladen. Ich werde es. Der Dennis hat schon zu mir gesagt, unabhängig von unserem Podcast, der hat gesagt, er ist sich zu 95% sicher, dass mein Körper genau gleich ist wie seiner. Zu 95. Der hat zu mir gesagt, bei mir wirst du auch nicht entladen und aufladen. Wir machen Diät bis zum Wettkampftag. Wasser raus und fertig. Genau, Der glaube hat ich. gesagt, so, wenn, jetzt hast du es 6 Mal gemacht, jetzt machen wir es einmal so, wie es ich mache, hat er gesagt. Und dann gucken wir, wie es ausschaut. Und wenn es dann immer noch nicht super ausschaut, wo er sich aber sicher ist, also er sich echt, ich war noch nie auf dem Wettkampftag 100% on point. Den Schuh muss ich mir echt anziehen. Das kann auch jeder mir kritisieren und was weiß ich. Das juckt mich ja gar nicht. Wenn die sagen, der war noch nie super on point, ja, war ich noch nie. Okay, trotzdem hatten wir trotzdem
meine Proportion, meine Taille, meine Muskelbäuche, meine breiten Schultern, meine Quads haben mir halt den Arsch gerettet. Das gehört halt auch dazu. Genau. Weißt du, wie ich meine? Und wenn ich es mal schaffe, auf dem Wettkampftag X das hinzukriegen, ist auch nicht schlimm, wenn der Dennis das nicht gleich beim ersten Wettkampf hinkriegt. Wir machen 3 Stück dieses Jahr im August. Wir haben 3-mal Zeit, die Form auf den perfekten Nenner zu bringen. Okay. Das kriegt er locker hin. Und ich bin mir aber auch sicher, so wie es, guck mal, das ist ja logisch. 4 Wochen vor dem Wettkampf siehst du am besten aus, wenn du trainierst mit 50 Gramm Reis, okay? Mhm. Warum solltest du besser aussehen, wenn du ganz entlädst und dann wieder ganz aufladen tust? Klar. Denke ich mir so, hä? So. Mhm. Ja, ich weiß es nicht so, keine Ahnung. Ich denke auch, ihr seid total ähnlich vom Körpertyp und deswegen, ich fand das auch so faszinierend, wie Dennis mir das erzählt hat im Podcast. Wir haben mir gesagt, Mann, ja, so und so. Und habe ich noch nie gehört, dass jemand entlädt zum Wettkampftag. Ne? Also faszinierend. Und dann habe ich mir direkt gedacht, oh, ihr zwei seid ja so ähnlich. Dann kann das sein, dass das beim Dennis Reinhold halt auch so funktioniert. Ne? Oder halt, wie du gesagt hast, 3 Wochen vor dem Wettkampf sahst du schon so super aus. Dann würde ich auch da gar nichts mehr ändern, sondern würde genau die Diät dann 3 Wochen weitermachen. Und ja, super aussehen und schauen wir mal. Aber wie gesagt. Gut, bisschen das Wasser rausmachen muss wahrscheinlich. Bisschen Wasser raus. Aber ich halte ja eh nicht. Aber was machst du halt einen Tag vorher? Machst du Wasser raus oder 2, 3 fängst du halt vorher an, ein bisschen Wasser rauszumachen. Zu viel darfst du auch nicht rausmachen. Weil dann tun sie sich immer alle flach entwässern und so. Dann haben sie gar kein Wasser im Körper. Fressen noch was Kohlenhydrate und laden. Aber wo sollen die hin, wenn du kein Wasser im Körper hast? Da fressen sie Muffins, Honig, das. Und ich denke immer so, jetzt hast du die ganze Vorbereitung. Gut, ich muss ja ehrlich sagen, so ich bin auch einer. Du, der Dennis hat auch gesagt, bei mir kriegst du Cheat Meals, wenn es die Form erlaubt und es wird es erlauben, wenn man es so in der Offseason schon aussieht. Benny sagt ja auch ehrlich, so was ich in der Offseason esse, ich sage ehrlich, 70-30, 70 sauber, 30 Junk. Und ja, glaube ich dir. Meine sauberen Mahlzeiten bekomme ich rein, dann esse ich eine Tiefkühlpizza danach, eine Packung Kekse. Wenn ich Bock habe, ich habe letzte Mahlzeit 600 Eiklar, okay? Wenn ich Bock habe, ich esse 600 Eiklar, danach fahre ich Mac essen, hole mir noch 4 Big Mac, 2 Pommes. Du bist gesegnet damit. Ich wäre fett wie ein Otter. Aber ja, schön. Ich würde gar nicht sagen gesegnet, weil ich muss so viel fressen, mir hängt schon zu der Ohren raus. Okay, ich wäre echt dankbar, wenn es weniger wäre. Ohne Witz. Also ich weiß, das sagen wir alle, aber Ben, glaub mir, ich weiß nicht, wie viel du essen musstest, aber ess mal so ein Jahr lang. Also ist schon hart. Ich weiß, zu meiner schwersten Zeit musste ich auch anfangen, Frühstück mit 250 Gramm Nudeln, also roh, zum Frühstück zu essen, um meine ganzen Kalorien reinzukriegen. Das war so pain in the ass. War echt, du fühlst dich den ganzen Tag voll und ja, nicht schön. Ich bin auch so, ich denke mittlerweile, ich bin nicht professioneller Bodybuilder, ich bin professioneller Esser. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe am Tag. Das Trainieren ist Spaß. Aha. Das Trainieren ist der Spaß an der ganzen Kacke. Wenn es der nicht geben würde, dann würdest du das Essen wahrscheinlich, ich würde es mir nicht mehr geben. Weil, also ich bin professioneller Esser und Dennis sagt auch wie ich, wir sind beide gottfroh. Er damals wie ich. Wenn die letzte Mahlzeit drin ist, wir machen so und sagen, geil. Aber dann fängt der ganze Scheiß am nächsten Tag wieder an. Ja, genau. Ja, okay. Hör mal, du hast das gerade ja angeschnitten, dein Profi-Debüt. Kannst du uns sagen, was es sein wird? Oder? Ja, ich kann schon. Also, wir wissen noch nicht, ob wir einen in Amerika machen. Mhm. Wegen der Diät, weil der ist Texas Pro, wäre das. Die wir aber 4 Wochen vor den anderen Wettkämpfen und wir wissen nicht, ob das so intelligent ist. Weißt, in 4 Wochen kann man auch Substanz liegen lassen, weil in der Texas Pro, ich sag mal so, dass ich da gewinne, ist eher sehr unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal so. Die sind Amerika drüben. Ich hätte gern den ersten Callout gepackt, so. Den hätte ich gern gepackt, so als Ziel und das Beste daraus mitgenommen, Top 5, Top 4 oder irgendwie sowas. Oder vielleicht wäre ich auch nicht im ersten Callout gewesen für die ganzen Leute, die jetzt sagen, komm erst mal in den ersten Callout. Aber ich glaube immer an sowas, sage ich mal so. Bis jetzt wurde ich noch nie so enttäuscht in Bodybuilding. Aber wir gucken jetzt mal die Diät an, aber wir wollen uns noch mal eher auf August konzentrieren. Ich glaube, in Spanien ist was, Empro Classic vom Emilio so da.
irgendwas, dann Yamamoto Cup, Italien auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube in Lille auch nochmal Yamamoto. Okay. Also die drei, die gucke ich mir jetzt. Da, noch was in Spanien. Also ich sage jetzt mal so, dass die Wettkämpfe sind vier Wettkämpfe sind innerhalb von 6 bis 7 Wochen. Und ich finde, das ist sehr gut, wo man noch so, ja, okay, 2 Wochen bis zu dem Wettkampf, danach kann ich wieder essen. Weißt du, 2 Wochen genau. bis zu dem Wettkampf, ja, dann kann ich nochmal essen. Weißt du, ich meine, das, weil wenn du dann so, oh, 6 Wochen bis zu dem Wettkampf, oh, 6 Wochen, weißt du, das, ich glaube, das funktioniert bei meinem Körper irgendwann, na, kann ich nämlich so viel essen, dass ich, irgendwann bleibt die Substanz liegen, glaube ich so. Weißt du, ich meine, und wenn es ja, dann. Ich denke, das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Einzigste Ding ist natürlich, klar ist es besser, wenn du dich mal in Amerika zeigen würdest zu den amerikanischen Judges, aber das kann man später ja auch noch machen. Ich meine, ist ja dein Profi-Debüt, bist ja jetzt Neuling sozusagen, Anfänger der Pros. Und ja, so kann man das schon sagen, ja, aber wie gesagt, so ich habe extra ein Jahr Pause gemacht, so, weißt du, Ben? Ich habe gewusst, okay, pass auf, du hast jetzt die Profikarte, die hast jetzt gewonnen nach den 3 Jahren Verletzung. Also, die haben alle durchtrainiert, aber du hast wieder bewiesen, doch, ich bin dafür gemacht so. Aber mir war schon klar, da fehlt ein Haufen Masse erstmal. Und nur weil meine Most Muscular massiv aussieht, heißt es nicht, das ist die einzigste Pose. Weil mir kennen manche Leute so in Instagram und auf YouTube, die zeigen sich immer nur in ihrer stärksten Pose. Dann klopfen die alle immer hier drauf und sagen, oh Gott, das willen siehst du brutal aus. Mhm. Aber das ist nicht Bodybuilding, das sind 7 Posen und davon darf keine abfallen. Ja. Und da gehört sich auch an den Schwachstellen extrem zu arbeiten. Ich bin so ein Mensch, habe ich gesagt, der Rücken muss verfickt nochmal besser werden. Oh, darf ich überhaupt fluchen? Scheiße. Ja, fluch. Sag, was du willst, hör mal, bei mir kannst du alles sagen. Der scheiß Rücken muss einfach besser werden. Ich habe so viel reingesteckt, ich habe so mein Training umgestellt, ich habe Mobility, ich habe ja eben mega Schulterproblem gehabt, ich habe schon gedacht, scheiße, wieder eine OP, aber ich habe es mit so viel Mobility und Chiropraktik und Trainingsanpassung jetzt hingekriegt, ich bin von Langhanteldrücken weg, ich drücke nur noch Kurzhanteln, ich drücke nur noch so Hammerstrench-Geräte mit unilateralen Zeug und sowas, also ich bin einfach ein bisschen weg so von dem Oldschool-Denken, dass es nur Langhandel gibt für Schrägbankdrücken, obere Brust und so Zeug. Also man kann es auch mit Kurzhandel drücken, dann nimmt man da 70er Kurzhandel, es funktioniert genauso. Richtig. Also keine Angst an alle. Und ja, der Rücken musste besser werden. Ich habe dickere Arme gebraucht und jetzt so die letzten 4 Wochen ist viel passiert. Das hat auch der Dennis gesagt. So, also heute Morgen habe ich Höchstgewicht gehabt in der bombastischen Form. Meine Haut ist so dünn an meinem Bauch, an meinem unteren Rücken, wo immer so eine Schwarte war, ist auch nur noch dünn. Mein Arsch ist nicht mehr so fett. Du kannst meinen Arschhaut, die kannst du so, nur noch so greifen. Bei manchen kannst du so richtig, weißt du. So. Ja, klar. Das ist alles gar nicht mehr so. Und ich sag mal, das Jahr habe ich schon bewusst genutzt, um an den richtigen Stellen die Masse jetzt drauf zu machen. So. Weißt du, wie ich meine? Weil wie gesagt, so von vorne, ich weiß, ich sehe sehr stimmig aus und so, Doppelbizep von vorne, Latspread und die ganzen Dinger, weil ich breit bin und so, aber von hinten, Latspread ist gut, Doppelbizeps von hinten war jetzt nicht so meine Stärke, ich finde, der wird immer besser und besser und langsam, ich komme rein, mit Dennis, das Posing hilft mir viel, da jetzt geht es da richtig vorwärts, auch meine Ärmel werden endlich dick, haben ja ein paar Sachen umgestellt, also, aber zum ersten Mal, wenn ich was mache, denke ich mir, oh, schon einen dicken Ärmel, so habe ich bei der seitlichen Drehte, habe ich gestern so gesagt, so, ich sage, Alter, guck mal, schon ein dicker Ärmel, so sage ich, dann sagen die so, natürlich hast du einen dicken Ärmel, dann sage ich, ja, nee, so, jetzt guck doch mal, so, dann sage ich so, ich vergleiche mich auch schon mit denen, wo diese europäischen Shows immer gewinnen, weißt du, wie ich meine, ich gucke ja, da schon so, okay, der André Presti zum Beispiel, den kennst du bestimmt, oder? Ja, sicher, klar. Der dominiert so in Europa, kann man ja schon so sagen. Also der hat ja schon oft gewonnen, deutlich in Europa, wenn er in Amerika hat das vielleicht nicht immer geschafft, aber dann, wenn er auf eine European Show gefahren ist, war er immer Erster oder Zweiter. Weißt du, wie ich meine? Ja, so. Ja, klar. Und an sowas orientiere ich mich halt. Und auch Martina sagt, es ist gut, dass ich mich schon daran orientiere, weil ich sage so, guck mal, der hat einen schlechten Trizep, aber ich habe einen bombastischen Trizep in der Pose. Er hat einen brutalen Rücken, aber ich sage, er hat keine Quads, aber ich habe Quads von vorne. Also weißt du, das ist immer, dass man es vielleicht immer so ein bisschen drehen kann. Weißt du, er ist da besser, er ist da besser. Er hat, was der halt hat,
und das kann ich mir wahrscheinlich noch nicht gleich herzaubern, das werde ich dann erst am Wettkampftag sehen, ist, ich finde, er hat ein wahnsinniges Erscheinungsbild, wenn der auf die Bühne geht. So eine richtige Aura. Wenn der kommt, ist erstmal Ruhe. Weißt du, wie ich weiß? Ja. Und das ist so, der macht halt auch schon ewig Wettkämpfe. Er weiß ja auch, wie er sich präsentiert, wie er sich stellt. Und ist auch kein hässlicher Kerl so, weißt du, der strahlt ja auch was aus. Ist jetzt nicht, weißt, Ausstrahlung ist auch wichtig, sage ich immer so. Weißt du, das ist, wenn ich da manchmal, ich will jetzt da niemand blöd jetzt irgendwie darstellen, aber ich meine, so ein nicht so verbraucht eigentlich, ein hübscher Kerl ist so, macht ein bisschen mehr her auf die Bühne, wie jetzt. Klar. Irgendwie sowas. Du weißt, was ich meine. Sieh mal beim Zibam, wenn der rauskommt, der hat diese ganz gewisse Aura. Das macht schon viel aus. Ja, schon. Ja, absolut. Und ja, mit dem vergleiche ich mich. Deswegen habe ich mir ein Jahr Off-Season genommen, habe gesagt, ich mache jetzt drauf, was geht. Und bin jetzt aber auch dann froh, wenn im Mai die Diät anfängt. Ohne Witz. Also, du kennst, irgendwann ist hier beim Essen, da willst du Diät machen. Ja, glaube ich. Bezüglich des dicken Ärmels, ich habe gehört, du bist ein Nick Walker-Fan. Nicht wirklich. Nein. Ich weiß, du bist kein Nick Walker-Fan. Aber was ist denn eigentlich dein Favorite Bodybuilder? Ich meine jetzt besides Dennis Wolf. Hast du da jemanden, den du so like ein Idol oder was auch immer man sagen kann? Oh, du kriegst mich echt schwere Fragen heute. Also, wenn du sowas den du geil findest, wo du sagst, boah, der ist geil. Also, wen ich auch gut fand, mit dem ich auch gern angeschaut habe, war der Sean Roden. Der hat mir auch sehr gefallen. Der war so richtig schön. Und ich habe immer so ein Idealbild von mir selber, dass ich einfach schön sein will. Brutal, aber schön. Weißt du, ich meine, dass man sagt, ey, der Dennis ist echt so, weißt du, die Leute, wie soll ich dir erklären, so, wenn ich ein T-Shirt anhabe oder so, ich habe ja nie enge T-Shirts an, immer so 4XXL oder so habe ich immer an. Und dann denke ich so, ja, Shoprite, aber ja, schon mal was Heftiges. Aber dann, wenn ich mich ausziehe und dann siehst du, wie rund ich bin und wie schmal die Taille ist und wenn ich eine Pose mache, was alles passiert, wie ich mich verändere, das ist für mich so Bodybuilding. Weißt du, ich meine, es ist so für mich Sean Roden, sein Bauch, wie der auch, der hat auch schön gepostet, er war so ruhig und gelassen. Die Battles zwischen Sean Roden und Dennis Wolf auf der Arnold Classics, mal hat der Dennis gewonnen, mal hat der Roden gewonnen. Ich glaube, der Dennis hat ein bisschen die Oberhand gehabt in den Arnold Classics Battles, aber Roden hat dann den Mr. Olympia gewonnen. Aber die Battles, da gibt es ein ganz bestimmtes, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist auf so einer, hinter so einer schwarzen Wand, da werden die beiden vorgerufen in Gold Arnold Classics. Dennis hat, glaube ich, eine schwarze Hose an. Sean weiß ich gar nicht. Ey, das ist, die haben die zwei verglichen. Ey, da wusste ich nicht, für wen ich sein soll. Ich fand die beide sogar. Habe ich mir gedacht, so, genau so habe ich immer zu meiner Freundin gesagt, das wird mir lang. Da sagt die, was heißt, das wird dir lang? Das ist total extrem so. Dann sage ich so, ja, aber guck doch mal, die sind doch voll schön und guck doch mal, ich weiß gar nicht, wen ich daneben soll bei den beiden. Also die beiden, die waren bei mir ganz vorne, ja. Aber Fritz Wieler hat mir auch gut gefallen. Mit wem alles angefangen hat, war Kevin Livroni mit so einem Video von dem. Aha. Da war der damals auf Diät und hat die Glatze gehabt. Und das war das erste Bodybuilding-Video, wo ich gesehen habe. Und das habe ich gesehen, dann habe ich zu meinen Freunden gesagt, so werde ich ausschauen. Und die alle so, bist du behindert und so. Und mich belächelt. Und ich so, nee, so werde ich ausschauen. So halt Bodybuilding. So will ich ausschauen, so werde ich ausschauen. Geht gar nicht, bist du blöd und so. Ich so, 100% werde ich so ausschauen. Ich habe auch immer gewusst, also das, ich will jetzt da niemanden blöd darstellen, ich habe immer gewusst, ich habe damals gearbeitet als Schweißer bei meiner Firma Steil Crane Systems, dreischichtig. Ja. Habe dann nur noch Spätschicht geschafft von 15 bis 0.30 Uhr. Also schon, also nicht nur für YouTube gesagt, dass ich gearbeitet habe, sondern wirklich geschichtet und hart geschichtet und gearbeitet. Mhm. Nicht nur für YouTube gearbeitet, damit ich mal ein Video drehen kann. Okay. Nur mal kurz nebenbei gesagt. Also, und dann habe ich noch Bodybuilding gemacht, nebenbei. Und ich habe in der Zeit nichts anderes gemacht. Ich habe meine Freundin unter der Woche nicht gesehen. Mein damaliger Schichtkollege ist mein Trainingspartner noch heute. Den habe ich mehr gesehen wie jeder Mensch in meinem Leben. Okay. Ja, so, das ist, das, also ich habe da, ich weiß schon, wie es ist, hart zu malochen. Glaube ich dir. Nein, das kann man auch erkennen, also wenn man jetzt durch die Blume lesen kann oder noch nicht mal durch die Blume, wie du gesagt hast, dein Wille, wie du zurückgekommen bist, wie viel du gemacht hast, diese tausende von Kilometern Rad gefahren, mit dem Seilen da,
rumtrainiert. Und das zeigt von so viel Willenskraft. Und wenn du so eine Willenskraft hast und ein Ziel, dann kannst du auch arbeiten wie ein Pferd. Das ist eine ganz klare Sache. Ben, weißt du, was ich mal so sagen will? Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, manche, die machen den Scheiß nur, weil sie irgendjemand ein bisschen sein wollen im Leben, weil sie Aufmerksamkeit brauchen oder die müssen irgendwas kompensieren mit dem Training oder was weiß ich so. Ja. Aber das will ich gar nicht. Ich will einfach nur mich mal mit den Besten vergleichen und gucken, wo ich stehe so. Weißt du was? Ich meine, ich bin ein Wettkampfsportler. Ich mache das nicht für Likes auf Instagram oder dass mir Leute immer auf die Schulter klopfen, so überhaupt nicht. Ich will mich einfach nur mit dem Besten messen und ich hoffe echt so, wenn ich so weit, ich hoffe echt, dass keine Verletzung dazukommt und dass das so bleibt einigermaßen, weil ich will echt so, ich sag dir eins, ich habe schon ein Ziel so, ich will schon eine Mr. Olympia-Quali haben und ich habe so ein gewisses Ziel, was ich habe und dann höre ich auf so. Ich sag dir ehrlich, ganz ehrlich so, wenn ich mal in den Top 10 land, so, egal, also ich muss jetzt gar, auch wenn die Leute sagen, du spinnst oder das, Top 10, ich sag dir ehrlich, der Raphael Brandauer, der war in den Top 10 drin dieses Jahr, ich sag dir eins, so viel mehr Muskeln wie ich hat der auch nicht, der hat vielleicht so 5-6 Kilo mehr mit derselben Linie, die kann ich auch noch aufbauen, wenn ich verletzungsfrei bleibe, so unrealistisch. Mhm. Ich sag dir ehrlich, wenn ich das schaffe, ich hab mein Ziel erreicht und was besser ist, ist besser, aber ich würde mich nicht kaputt machen, für noch 3 Plätze weiter nach vorne. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. So, ich bin Einzelkind von meinen Eltern, die haben nur mich. Weißt du, ich meine so, die müssen das ist nicht einfach so für die Eltern, das alles so zu akzeptieren, auch wenn man erwachsen ist und jeder kann machen, was er will. Aber ich habe eine sehr starke Bindung zu meiner Familie. Weißt du, ich meine so, ja, meine Mama macht sich immer Sorgen und die will vielleicht auch noch Oma werden oder so mal. Weißt du, ich meine, dann auch meiner Freundin gegenüber habe ich eine gewisse Verantwortung. Gut, ich habe jetzt kein Kind oder sowas. Weißt du, was ich meine? Aber ich würde mich jetzt nicht kaputt machen, um von Platz 9 auf Platz 6 zu kommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist für mich, aber wenn es jetzt mein Körper hergibt und es funktioniert und ich muss nicht so. Genau. Ich weiß ja gar nicht, ob das immer alles stimmt mit den ganzen Protokollen, was die du, da alles. Dennis, ich glaube das nicht so, weil ich habe selber auch, ich weiß nicht, ob Eduardo Kavak dir etwas sagt, das war ein riesen super Bodybuilder, 5-mal Nava Mr. Universum, der kam auch 8. Platz bei Mr. Olympia, war mein Trainingspartner damals und der hätte viel höher kommen müssen. Was der manchmal, der hat sich manchmal vorbereitet. Ich erinnere mich, wir sind zusammen zur Europameisterschaft gegangen, er als Pro und ich als Amateur. Da hat der tatsächlich 4 Tabletten Anavar genommen, also 10 Milligramm Anavar und sonst nichts. Stell dir das mal vor. Ich glaube, ich habe ja auch einige Athleten kennengelernt, Superstars, und die haben mir immer erzählt, das war alles relativ wenig. Ich glaube nicht diese crazy amounts. Das sind alles so diese Leute, die nie wirklich was geworden sind. Also in der Top. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Genetics ist Nummer 1 und hartes Training. Wenn das zusammenkommt, dann kann man sehr viel erreichen. Das ja, haben wir nur so ein bisschen dabei. Außerdem muss man ja sagen, es ist ja eh verboten. Wir machen sowas natürlich nicht. Natürlich. Niemals. Das muss man auch noch ganz klar sagen. Aber ich meine auch, wie du das sagst, guck mal, ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt mal so eine in mein Knie nach 10 Jahren sagt der Arzt zu mir, okay, du kriegst jetzt eine Teilprothese rein. Eine Teilprothese, da eine Spurrinne, so eine Carbon-Ding rein. Dann sage ich, ja, okay, gut, für den, ich habe das Ziel erreicht, das ist in Ordnung, weißt du? Aber wenn du halt so irreparable Schäden hast, innerliche, wie ich gerade zu dir gesagt habe, die würde ich halt nicht in Kauf nehmen, weil man muss auch mal überlegen, was ist danach noch so, weißt du, in deinem Leben, ich weiß nicht. Und als Riesenvorbild, und ich schwör's dir, muss ich da den Dennis nehmen. Ich finde, der hat es am allerbesten von allen, mit Jake Cutler und auch Dorian, die haben es echt gut geschafft, loszulassen. So, ich habe den gestern geschrieben, dem Dennis, so, ich so, ey, können wir Skype-Call machen wegen Posing? Dann sagt er, heute nicht. Dann sage ich, okay, nee, passt. Ja, weil ich muss Tomaten pflanzen. Ich muss heute mein Beet bauen. Und okay. So, weißt du, dann sage ich, alles klar, nee, passt. Und ich finde einfach so, der hat einen hammersportlichen Körper.
Das ist eigentlich seine Natur, wie er jetzt ist. Die Leute sagen so, jetzt ist er nicht mehr so massig. Dann sage ich, nee, das ist jetzt seine Natur, ihr Vollidioten. Genau. Das ist seine Natur. Er ist ein drahtiger, weißer Russe eigentlich. Mhm. Das ist seine Natur, wie er jetzt ist. Er ist ripped von Natur aus. Er hat ein Sixpack von Natur aus. Er muss nichts dafür machen. Sein Stoffwechsel ist so schnell, und er hat nie Bock zu essen. Deswegen ist er so, wie er jetzt ist. Und ich finde, es sieht Hammer aus. Ich sag dir ehrlich, ich habe so viel mit Leuten geredet, die sagen dann zu mir, ja, wenn deine Karriere zu Ende ist und du musst die Muskeln, das kannst du nicht immer halten, dann sage ich, ey, ich will die gar nicht halten. Nee, ich ist zu viel Arbeit. Die wegwerfen kann nach meiner Karriere. Ich traue den nicht hinterher, Ben, ich schwör's dir, ich traue den keine Sekunde hinterher, meinen Muskeln. Ich kann sagen, das war damals, das war meine Vergangenheit, ich habe das erreicht, was ich wollte, hoffentlich komme ich in die Top 10 rein. Ich sah so und so mal aus, guck mal, ich sah geil aus, richtig schön, ästhetisch, aber geil. So habe ich gesagt, das war mein früherer Dennis, jetzt fängt ein neues Leben an. Ich kann spontan sein, ich kann geile Klamotten tragen, Hemden, das so, kann mich mal schön an, weißt du, schicke, normale Klamotten anziehen und so Zeug. Ich freue mich auf die Zeit. Manche sagen zu mir so, oh nee, ich glaube, ich komme davon nie weg, weil, ja, ich will ja schon was darstellen und so. Ich mache das ja nicht für andere Leute, genau, was darzustellen. Richtig. Das ist mir scheißegal, was die von mir denken. Komplett, mich juckt das nicht. Damals, wo ich verletzt war, mit 2 Jahren, ich sag dir eins, mit 96 Kilo habe ich mehr Komplimente von Frauen bekommen, wie jetzt mit 125, 126 Kilo. Ich sage, alle, Dennis, so gefällt es mir viel besser. Und ich sage, meine Freundin schon so, ich kann mir ja gar nicht mehr weglassen und sowas. Im Schwimmbad, ja, das sieht viel besser aus und so, weißt du, ich meine so. Natürlich. Yeah, klar. Ich freue mich auf die Zeit, wirklich extrem. Also, ich sage, und das. Aber was mich am meisten freut, ist, wenn ich nicht mehr so viel essen muss. Und essen, einfach nur 3-mal am Tag essen, ein bisschen gesund essen. Und eins sage ich dir auch, gleich hier. Ich glaube, ich werde echt Vegetarier nach meiner Karriere, ohne Witz. Zu viel Fleisch gegessen, ne? Ich habe keinen Bock mehr auf Fleisch. So. Ich bin auch nicht einer, der sagt, boah, ein geiles Steak. Boah, da. Wenn ich sag dir ehrlich so, wenn ich zum Italiener essen gehen könnte, Pasta mit Quattro Formaggi, wäre ich genauso glücklich. Oh, okay. Ich sag dir ganz ehrlich so, ich werde Vegetarier. Auch aus ethischen Gründen, mir tun die Viecher echt leid. Ich esse es jetzt, weil ich es muss, weil es muss halt so sein. Und ich kaufe aber schon mein Hähnchen von Nature Respect, Haltungsreform 4 und so Zeug. Also ich gucke extremst auf Ernährung und Proteinquellen hochwertig. Oder okay, dass meine Eier hole ich vom Bauer da hinten. Wenn ich mal Rind esse, das kommt nicht immer so oft vor, gehe ich von der bäuerlichen, mit denen bin ich auch, habe ich einen Rabattcode von hier, von der Gegend mit den Rindern, Aufzucht. Also du wirst mich nie, außer jetzt, ich gehe mal einmal in der Woche in McDonald's oder zweimal, das hat aber einen anderen Sinn. Meine Proteinquellen sind immer hochwertig, wo ich zu mir nehme, will ich dir sagen. Also es ist immer sehr teuer, was ich mir eigentlich kaufe. Ich kann es auch nicht verstehen, wie Leute dann so, da habe ich schon ein paar Mal so, ich bin dann auch so dreist und schreibe die Leute an auf Instagram. Ich sage so, ey, du machst immer Werbung von deinen tollen Proteinsachen, was du dir alles kaufst. Und dann gehe ich in Lidl und kaufe hier 4-Pack Lidl Hähnchenbrust, habe ich gesagt so. Haltungsreform 2, habe ich gesagt, voller Antibiotika und Wasser voll gespritzt, habe ich gesagt. Wenn man das schon, also ich kann das auch nicht essen, weil ich muss kotzen, wenn ich schon, ich schmecke das so einen krassen Unterschied mittlerweile schon. Ja, ja. Und Ich kann das nicht, das ist für mich ein Fraß, das will ich gar nicht. Ich schmecke das Leiden von dem Tier da schon raus. So, das ist für mich einfach komplett eklig. Und aber dann machen sie Werbung für Proteinpulver und Supplemente, geben sie dann was weiß ich wie viel aus, Alter, 400 Euro im Monat. Ja, okay. So, siehst du dich selber denn in Deutschland bleiben? Ich meine jetzt für immer, da ja die deutsche Mentalität dir auch nicht so 100% passt. Ich meine, deswegen bin ich auch schon weg seit 1997. Wirst du immer in Deutschland bleiben oder hast du noch nicht drüber nachgedacht? Oder? Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ich sage es jetzt mal so, wenn jetzt mal echt so ein brutales Angebot kommen würde von einem Sponsor, sage ich jetzt mal für 3-4 Jahre, kommst rüber nach Amerika oder leb mal hier. Aber ich würde nie ewig in Amerika leben. Also ich sage jetzt mal so, ich gebe dir recht mit den deutschen Einstellungen, deutsche Menschen hier, aber letztendlich, ich habe hier ein Umfeld, wo ich wohne, mittlerweile von Menschen um mich rum,
von meinen engsten Menschen, die will ich nicht missen. Also ich, ich habe hier alles so mich rum, so guck mal, wenn unser Podcast zu Ende ist, ich fahre zu meinem Physio, ich bringe den Mac mit, der macht mich 1,5 Stunden. Wir labern, wir reden über Marvel Comics, über Filme, über, das ist der einzigste Mensch, mit dem ich rede, der Diät, dem ich immer alles sag, so, weißt du, was ich meine, so, dann da hinten wohnt gleich meine Mama, mein Papa, besuche ich auch immer, weißt du, ich meine, so, hinten ist mein bester Freund, hier ist schön, ist Schwäbisch Hall, ist eine schöne Stadt, weißt du, hier in Michelfeld ist ein Dorf, wo ich wohne, ist schön ruhig, nicht so krass viele Asylanten und so Zeug hier, wo man Angst haben muss, wenn irgendwas draußen stehen lässt, dass wieder geklaut wird oder so. Ist schön ruhig hier, weißt du, was ich meine? So, nee, ich kann es auch meinen Eltern nicht antun. Klar, wenn ich die vielleicht mitnehmen würde. Wie gesagt, es ist so angebotsabhängig, aber ich hänge schon an dem Fleck hier. Also du bist halt ein richtiger Schwabe, ne? So, die sind ja alle so ein bisschen also, verbunden. Stuttgart ist nur eine halbe Stunde weg. Ich fahre nach Stuttgart, kenne jeden. Okay. Weißt du, was ich meine? Ich, ja, klar. Ich fahre in die Stadt, ich sage, ey, mach mir meine Lachsbowl, die wissen, okay, 300 Gramm Reis, 300 Gramm Lachs, 125 Gramm Reis, Avocado, Mango drin. Weißt du, ich habe hier gar keinen Stress zu leben. Eigentlich habe ich ein chilliges Bodybuilding. Wobei ich aber auch sagen muss, ich bin auch einer der Bodybuilder, der das auch am gechilltesten macht, weil das, was die alle da heutzutage in Instagram und YouTube machen, wie die das verkomplizieren, da hätte ich gar keinen Bock mehr, den Scheiß zu machen. Keep it simple, genau. Naja, also dann biegen die dann jedes Reiskorn ab in der Off-Season und fragen sich mal, ob sie ein Cheatmeal essen dürfen in der Off-Season. Alles Off-Season. Ja. Fress, aber du musst eh zunehmen. Glaubst du, dein Körper juckt, wenn du 600 Gramm Reis isst, ob du dazu noch ein McDonald's isst oder ein Subway oder eine Pizza, wenn du eh so viel machst. Also, alles kann man nur noch mit Geschmacks-Flavor-Zeugs machen und Hauptsache Zero Zucker. Da sind so viele andere Sachen drin, die dein Magen nicht verkraften. Dann haben sie alle Verdauungsprobleme. Aber dass sie mal überlegen, ob das davon kommen könnte, na, auf gar keinen Fall. Ey, davor tue ich lieber... Also ich sag dir ehrlich, ich verstehe es nicht, wie die trainieren mit Notizbuch, dann schreiben sie immer kontinuierlicher Progress und ich glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendwas notiert. Noch nie. Und ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben, ohne all dieses Pumpernickel-Shit, all den Driss, den die heutzutage machen, in den 70ern, 80ern, 90ern, wie haben das die Bodybuilder gemacht? Da gab es nämlich diesen ganzen Kram alles gar nicht. Ne? Und die sahen trotzdem super aus. Vor allem in den 90ern. Naja. Also heutzutage, ich glaube, es ist echt, also ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie hören die Leute auf Leute in YouTube, die gar nichts erreicht haben, im professionellen Bodybuilding, gar nichts, null. Null. Und den hören die zu, dann denke ich mir so, hey, guck, ich sage jetzt extra keine Namen, nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt oder sowas. Ganz so, mega. Okay, ja, nee, da soll sich keiner angegriffen von mir fühlen. Ja, okay. Die, wo sich angesprochen fühlen, denen habe ich das alles schon ins Gesicht gesagt. Die okay. gucken das eher an und wissen dann, wer gemeint ist. Keine Angst. die tun dann Topsatz. Backoffsatz checken, dann das und dann tun sie 1,25 Kilo Scheiben, weil Progress ist ja Progress. Sagen sie immer. Also war ja wieder Progress, habe ein bisschen mehr Gewicht benutzt. Und dann denke ich mir so, Leute, ihr nehmt euch Vorbilder, die nie was erreicht haben im professionellen Bodybuilding. Also orientiert euch doch mal lieber an Leuten, die alles zerlegt haben in der Szene. Dennis Wolf, Jay Cutler, gut, Ronnie Coleman darf ich jetzt nicht nehmen, weil das ist the best ever, one of a kind. Und da muss man jetzt dann nicht viel diskutieren. Von mir aus, nimm dir Sibam. Die sagen so, oh, der Sibam trainiert so fucking schwer, ich krieg das nicht mehr Sinn. Ja, dann versuch doch auch mal Krotten fucking schwer zu trainieren und versuch mal stark zu werden. Genau. Vielleicht ist er deswegen so viel besser wie die anderen, weil er so trainiert. Hm. Weißt du, ich weiß es ja, irgendwas muss es ja sein, natürlich Genetik auch und sowas. Aber die nehmen sich Vorbilder, die haben null erreicht, die sind Amateure, nichts gewonnen, labern da ein bisschen was in die Kamera und die Leute glauben das denn einfach. Ja, und eigentlich so wahre Leute wie so Dennis Wolf oder so, ich sage jetzt nicht, dass die in Vergessenheit geraten sind, aber die vergisst man, weil die machen ja diesen YouTube-Scheiß gar nicht so. Richtig, stimmt. Nee, du hast 100% recht. Das sind alles Clowns für mich, totale Clowns, echt diese Typen. Die haben dann vielleicht einmal eine Amateurmeisterschaft gehabt,
so eine kleine Kikikaka-Shit-Wahl und denken, die sind jetzt die Influencer und zeigen dir, wie Bodybuilding geht. Keine, also, ja. Ja, lächerlich. Einfach lächerlich. Wirklich lächerlich. Absolut. Muss ich dir das. Ich reg mich so auf, ich könnte mich schon wieder aufregen, ich reg mich so auf über diese Leute, wie dann. Und dann erklären sie immer 100 Mal, wie man Rücken trainiert, wie man die Übung macht, wie man das ansteuert, wie man das ansteuert. Ja, und dann ziehen sie sich aus, ein Jahr später kein Stück besser. Genau, genau. Dann denke ich mir so, hä? So, halt doch die Klappe und trainier einfach. Halt doch die Klappe und trainier einfach. Mehr muss doch, oder ich kann ja verstehen, dass man so Geld verdient mit YouTube. Das ist ja dann ihre Geldeinkommensquelle. Das ist ja alles okay. Die müssen ihr Geld verdienen. Die haben auch eine Familie, müssen die unterhalten und ist in Ordnung. Aber was mich halt so ankotzt, diese ständige Anlügen, dass dann die Verbesserungen vorhanden sind. Aber auf dem Wettkampftag X sieht der Judge dann nicht, komischerweise. Ja. Die angeblichen, und das mag ich halt, diese ständige Lügerei, das ist besser. Ey, ich würde niemals sagen, mein Rücken ist gut. Ich sag, der hat sich verbessert, deutlich zu letzten Jahr. Er ist trotzdem noch nicht so stark wie die anderen Muskelgruppen. Und es liegt aber auch daran, weil ich nicht richtig anspannen kann. Und ich bin gerade mit Dennis dabei, noch das rauszufinden. Aber so ehrlich musst du doch wenigstens zu dir selber sein, sage ich immer so, dass du nicht immer sagst irgendwie, ja, ich habe mich so verbessert, ich werde jetzt alle schocken da und dann passiert dann wieder doch nichts. Und letztendlich, wenn man es runterbricht auf Erfolge, haben sie nicht mal eine Landesmeisterschaft gewonnen. Nur das Schlagwort, was du gerade benutzt hast, ist ehrlich. Ehrlichkeit, so wie du bist. Ja, so. Ehrlich, so wie, die meisten Leute sind nicht ehrlich, Dennis, sei ehrlich. Komm, meisten Leute sind alles... Kannst du vergessen. Im Prinzip ist, was mir so wehtut, ist dieses Bodybuilding ist in was reingerutscht in Deutschland. So diese Geldmacherei, das ist alles viel wichtiger. Ja. Geld ist schon wichtig, keine Frage und so. Jeder braucht Geld, ist ja klar, aber Alter, da werden wegen so ein paar Cent mehr, wird da so ein, ist echt ein riesen Ding geworden. So. Manchmal denke ich mir, so ist gar nicht mehr Bodybuilding, ist nur noch so. Ja. Ja, weil du siehst es komplett anders. Das kann man total raushören. Du bist halt wirklich, du gehörst eigentlich in die Oldschool-Zeit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du bist schon eher geboren worden. Kann man nichts machen. Der Oldschooler, genau, genau. Okay, Dennis, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, nachdem wir jetzt hier das Interview gemacht haben, du bist ja doch ein ziemlich arrogantes Arschloch. Ich kann dich eigentlich auch überhaupt nicht leiden, wenn ich ehrlich bin. So. Also, wenn ich dich mal sehe, würde ich dir mal schon gerne eine zentrieren. Ja, das wär schön, ja. Klasse, klasse, klasse. Dennis, hör mal. Ich denke, wir sind am Ende und du musst ja auch bald gehen. Und wir haben eine gute Zeit. Ich glaube, fast 1,5 Stunden. Also, super, super. War ein toller Podcast. Ehrlich, ganz easy, locker und habe viel von dir erfahren. Und ich danke dir sehr, dass du heute bei mir warst und mal so ein bisschen was erzählt hast. Gerne, und gerne. Natürlich wünsche ich dir nur das Beste für dein Profidebüt im August. Ob es jetzt in Amerika oder Europa ist, spielt ja keine Rolle. Hoffe, du schaffst die Olympia-Quali. Das wäre doch mal sensationell. Es ist Zeit, mal wieder ein Deutscher. Guck mal, ich habe dir ja gesagt, wir sind ja eigentlich so... Du weißt, ich erinnere mich nicht so an Erfolge und ich, aber das wäre was, da wäre ich dann drauf stolz. Zum ersten richtig so. Da würde ich dann aber auch mit einem breiten Grinsen rumlaufen, so. Also sage ich dir ganz ehrlich so. Das würde ich schon machen, ja. Aber ich sag's mal so, wünsche mir einfach nur, dass ich mich nicht verletze. Alles andere habe ich eigentlich ganz gut im Griff. Mehr Gesundheit und bitte keine Verletzung mehr. Das mehr will ich. Wenn mir Leute was wünschen, so glaube ich, sage immer nur zu allen, wünsche mir nur, dass mein Körper das ein bisschen aushält noch. Mehr will ich nicht. Dann wünsche ich dir das natürlich auch. Aber ich denke, du bist ein cleverer Junge. Und solange du konzentriert bist beim Training und alles vernünftig machst, egal ob schwer oder nicht schwer, denke ich mal, wirst du dich nicht verletzen. Man verletzt sich immer nur, wenn man nicht konzentriert ist. Wenn man gerade irgendwie an was anderes denkt oder kenne ich, dann habe ich mich auch immer verletzt. So, Ja, genau, das ist nur mal ein gutes Stichwort von dir, da kann ich noch mal was sagen. Manche gehen ja ins Training, wenn sie so Probleme haben oder um das dann hinter sich zu lassen. Ich gehe da gar nicht gerne ins Training, wenn ich so Kacke um die Ohren habe und mir geht's schlecht, gehe ich meistens gar nicht gern trainieren oder gehe nicht trainieren, weil ich mich dann das
nicht auf mein Training, ich belaste dann was, dann kann ich mich nicht nur auf mein reines Training konzentrieren. Genau. Ich kann es dann nicht wegschieben in der Zeit und so. Aber du hast das, da war ich auch nie der Typ dazu. Ich muss mich immer, so Training ist für mich so richtig, das ist mein, wie nennt man das, was alle, die machen, was machen sie alle immer? Yoga, meditieren tun sie doch alle, die tun sich doch alle immer selber reflektieren, 100 Mal am Tag heutzutage. Ja. Und mit Training ist meine Meditation. Ja, aber ich muss mich nicht reflektieren, das brauche ich noch nicht mit 30, das geht schon. Ja, klar. Ja, Studio war auch immer mein Tempel. Ich hatte allerdings die Gabe, egal welche Probleme ich hatte, und ich hatte damals viele Probleme, dass ich die echt an der Türe abstellen konnte, ins Studio gegangen bin und da gab es nur Training und gar keine Probleme, weil ich habe gedacht, sobald ich aus der Türe wieder rausgehe, da sind alle Probleme sowieso wieder da. Und also ich konnte das, ne? Kann natürlich. Aber auch nicht, ist aber auch eine geile Einstellung. Kann nicht jeder. Das stimmt. Ist auch eine geile Einstellung. So. Ich hatte manchmal, hatte ich noch nicht mal mehr Geld zum Essen, habe ich dann morgens meinen Fernseher zum Pornshop gebracht, damit ich abends noch was zu essen hatte und trotzdem Training war das Wichtigste. Ist auch geil so. Können auch nicht viele Leute so, sage ich dir ehrlich so. Ich weiß. Nochmal, Dennis, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir gleich eine geile Massage oder Physio oder was auch immer. Ich muss noch eins sagen, Ben, ja. Ganz kurz. Ich muss meinem Sponsor kurz danken, hier, Olymp. Mach mal. Dass die mich Bodybuilding, wirklich nur Bodybuilding machen lassen. Wirklich. Da bin ich denen sehr dankbar, dass die mich so unterstützen, mich da auch nicht so abfacken, dass ich jedes Mal da jede Woche 3 Videos raushauen muss. Wir haben jetzt langsam angefangen mit YouTube, das ist richtig gut angekommen und ganz stressfrei, ohne meine so Bodybuilding-Ding das so krass zu gefährden, muss ich echt Danke sagen, dass die so in mich reinschauen und dass ich wirklich mal nur Bodybuilding in meinem Leben machen kann. Da habe ich denen viel zu verdanken, weil die 2 Jahre Verletzung hätte ich so leicht dann auch nicht aufgeholt. Geil. Deswegen, das muss ich einfach mal sagen noch. Geil, ja, also Olymp, genau. Geiler Sponsor, auf jeden Fall, ja. Muss man sagen. Okay, Dennis, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall, vielleicht auf der FIBO, eventuell. Ich bin da, ich reise am Freitag an, samstags, Sonntag gehe ich wieder zurück, so, auf jeden Fall. Okay, vielleicht sehen wir uns. Ich bin auf keinen Stand, wir haben so Kooperationsstand, Olymp, glaube ich, weiß es noch gar nicht. Okay. Ich weiß, du siehst mich auf jeden Fall. Okay, irgendwo. Alles klar. Bis dann, nochmal danke. Also, hau rein, ciao. Ciao, ciao.